Ja, sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Peter, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Podiumsgäste, liebe Gäste hier im Publikum, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich bin auch gar nicht diejenige, die hier die Begrüßungsrede hält, sondern ich möchte nur ganz kurz einleiten und werde auch direkt das Mikrofon an unseren Generalsekretär weitergeben. Ich möchte nur sagen, dass ich mich wirklich sehr freue, dass Sie alle heute die Zeit gefunden haben zu unserer Veranstaltung Wer ist wir? Wie definieren wir unser Deutschsein? Dass Sie zu dieser wichtigen Veranstaltung gekommen sind. Wir arbeiten schon seit längerer Zeit zu dem Thema Integration mit unterschiedlicher Intensität in unserer Partei. Und ich freue mich, dass wir heute uns Gedanken darüber machen, wie die Menschen in unserer Gesellschaft näher zusammenrücken können. Ich werde auch gleich die Moderation übernehmen. Ganz herzlich möchte ich meiner Mitstreiterin Gonca Türkeli-Dehnert vom Berliner Netzwerk Integration danken, die maßgeblich für die Vorbereitung auch dieser Veranstaltung mitverantwortlich war. Und jetzt würde ich dich, lieber Peter, um dein Grußwort bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kollegen, jetzt hast du gesagt, ein Grußwort. Eben hast du noch gefragt, wie lange meine Rede dauert, eine halbe Stunde. Also ich versuche jetzt irgendwas dazwischen zu tun. Ich darf erstmal ein herzliches Dankeschön sagen, dass Sie Interesse an unserer Veranstaltung hier haben. Dir möchte ich nochmal herzlich danken für den Impuls für diese Veranstaltung, denn sie knüpft zumindest auf dem zweiten Blick an eine Debatte an, die unser Land in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat, Stichwort Einwanderungsgesetz. Und in Wahrheit ist es so, wenn man über dieses Thema diskutiert, geht es natürlich um viel mehr als nur um die Frage eines Gesetzes oder der detaillierten gesetzlichen Regelungen und der Frage, wo können sie noch besser sein oder wo braucht man neue Elemente, sondern dieses Wort Einwanderungsgesetz ist aus meiner Sicht in der öffentlichen Debatte eine Chiffre für die Frage, wie organisieren wir eigentlich in einer Gesellschaft, die immer mehr durch Vielfalt geprägt wird, das Zusammenleben? Und wie besinnen wir uns vielleicht stärker auf das Gemeinsame, auf das Verbindende, als auf das Trennende? Der Volksmund sagt ja, wenn drei Deutsche zusammenkommen, gründen sie einen Verein. Also insofern grüße ich viele, viele Landsleute, die genau das getan haben, nämlich einen Verein gegründet, eine Initiative gestartet, um ihre eigenen Interessen, ihren Blick auf diese Gesellschaft, auf unser Land zum Ausdruck zu bringen. Und man merkt an der Vielzahl der Vereine und Verbände, auch die, die wir heute hier begrüßen, dass man wirklich alle Bereiche unseres Lebens wiederfindet. Also früher ging das los, in Deutschland hat das Vereinswesen ja eine lange Tradition, begründet auf dem preußischen Landrecht, also über 220 Jahre alt, beginnt vielleicht früher mit dem Kleingartenverein Gemütlichkeit oder dem Schachclub Fidelio. Und heute sind das vielleicht eher netzpolitische Vereine wie das C-Netz oder auch der Verein Deutscher Soldat oder eben andere Vereine und Verbände, in denen Menschen nicht deutscher Abstammung oder nicht deutscher Herkunft sich organisieren und für sich postulieren. Wir wollen, dass unsere Interessen in dieser Gesellschaft, unsere Stimme, unser Beitrag anders vielleicht, als das früher der Fall war, gehört wird. Und obwohl eigentlich alle Vereine in Deutschland immer wieder auch über Nachwuchsmangel klagen, Stichwort demografischer Wandel, muss man feststellen, dass der Verein als Ort der Interessensvertretung so unattraktiv offensichtlich nicht ist, wenn man sich vor Augen führt, dass die Zahl der Vereine in Deutschland seit 1970 sich verfünffacht hat. Wie viele Vereine haben wir in Deutschland? Wer mag mal schätzen? 600.000. Also, und jetzt kommen aktuell wieder in einer neuen Welle sozusagen, wenn man es so beschreiben will, das, was dort in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten geschehen ist, immer wieder neue hinzu. Und inzwischen kann man vielleicht sogar sagen, wenn drei Einwanderer zusammenkommen, gründen sie einen Verein. Das ist ja nicht das Schlechteste. Und ich überlege übrigens, ehrlich gesagt, auch einen weiteren Verein zu gründen, weil ich bin ja in Berlin auch nur eingewandert. Ich bin ja Hesse mit Leib und Seele
Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass ich mit Herrn Karaman einen Landsmann hier vorne auf dem Podium habe, der aus, auch noch meiner Gegend kommt, aus Hanau. Und vielleicht gründen wir irgendwann noch einen Verein Hessen in Berlin. Das wäre eine ganz, ganz gute Sache, damit auch die Hessen mit wortgewaltiger Stimme hier in Berlin eine Vertretung finden. Aber Scherz beiseite, worum geht es da eigentlich? Ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn wir uns das alle auch gemeinsam nochmal bewusst machen. Es geht eben nicht mehr nur um Interessensvertretung von einzelnen bestimmten Gruppen, denen man sich zugehörig fühlt, sondern es geht um Teilhabe. Es geht darum, mitzuentscheiden, mitzugestalten, wie unsere Gesellschaft, unser Land sich in den nächsten Jahren verändert. Und das kleidet sich dann immer auch in wunderbare Fremdworte von Subsidiarität, von Eigenverantwortung ist natürlich die Rede, von Selbstorganisation und auch von einer Kultur der Mitverantwortung. Und wenn das ein Impuls ist, der von den Vereinen und Verbänden, die Sie auch hier heute vertreten, ausgeht, dann glaube ich, ist das ein sehr, sehr wertvoller Beitrag für dieses Land. Denn ehrlich gesagt erlebe ich es allzu oft, dass wir Menschen in unserem Land haben, die genau das Gegenteil tun, die nicht sagen, was kann ich eigentlich tun, wo ist mein Beitrag, wo ist mein Interesse, sondern die das mehr als Anspruchshaltung formulieren und sagen, das müssen doch andere mal für mich machen. Warum soll ich mich denn darum kümmern? Also insofern ist das, was Sie jeweils tun, aus Ihrem eigenen Blickwinkel, etwas, wovon dieses Land aus meiner Sicht nur profitieren kann. Also Sie formulieren den sichtbaren Anspruch, mitreden zu wollen und nicht nur mitreden zu wollen, sondern auch mitzuentscheiden. Und wenn man mitentscheidet, tut man was? Man übernimmt Verantwortung. Und das ist ja nicht so was Triviales. Verantwortung zu übernehmen heißt ja am Ende auch Rechenschaft schuldig zu sein und mitverantwortlich dafür zu sein, wie sich etwas entwickelt, ob es morgen noch gut ist, ob es morgen dem Bild entspricht, das wir heute haben. Wer Verantwortung übernimmt, kann daran auch scheitern und sagen, ich habe meine Ziele nicht erreicht. Und auch das, finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und Sie haben das, um all das, was ich eben versucht habe, kurz zu umreißen, in diese Frage gekleidet, was ist eigentlich Deutsch? Denn am Ende, ich komme darauf zurück, hängen diese beiden Punkte natürlich zusammen. Und es ist eigentlich eine triviale Feststellung, aber ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir uns das mal bewusst machen, dass die Frage, was ist eigentlich Deutsch, 1950 anders beantwortet worden ist als im Jahr 2000 und im Jahr 2015 auch. Und übrigens auch im Jahr 1900 ist die Frage, was eigentlich Deutsch ist, anders beantwortet worden als 50 Jahre später. Das heißt, das, was wir jetzt eigentlich gerade auch heute, aber nicht nur hier Gott sei Dank, sondern ganz generell in unserem Land diskutieren, ist eigentlich gar nichts Neues. Die Frage, was macht eine Nation aus, was hält sie zusammen, was finden die Menschen, die sich zu einer Nation zugehörig fühlen, für wichtig, ist eigentlich eine permanente Diskussion. Und jedes Land tut gut daran, diese Diskussion auch zu führen, weil nur wenn sie geführt wird, kann man Menschen aktivieren und sie eben auch am Ende des Tages dazu bringen, sich verantwortlich zu fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Frage einmal stellt. Was heißt das eigentlich, Deutsch zu sein? Und diskutieren wir das heute anders? Natürlich diskutieren wir es heute ein bisschen anders. Ehrlich gesagt, weil auch die Mehrheitsgesellschaft, auch die, die wie ich gebürtig deutscher Abstammung sind und das relativ lange, also ich kann meine Vorfahren im Vorarlberg bis 1800 ungefähr zurückverfolgen, anders reflektieren darüber oder eben auch genötigt werden, sich mit ihrer eigenen Identität anders auseinanderzusetzen. Und das muss ja nicht zwingend etwas Schlechtes sein, wieder unter dem Stichwort der Verantwortung. Wenn ich selbstverständlich an Prozessen teilhabe und daran partizipiere, dann bin ich vielleicht nicht genötigt, mich mal mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Werte gelten eigentlich. Tue ich etwas dafür, zumindest für die Werte, die ich als wichtig erachte, damit sie Geltung behalten. Was passiert, wenn andere Werte hinzutreten? Was passiert, wenn dabei Konflikte entstehen? Also diese Diskussion gehört unmittelbar zu dieser Frage, was ist Deutsch? Und deswegen finde ich es sehr begrüßenswert, wenn Wissenschaftler, die diese Frage ja auch diskutieren und begleiten, uns eben fragen. Und an der Humboldt-Universität im Zuge der dort vorgelegten Studien ist ja diese Frage genau gestellt worden. Wie sieht denn dann ein deutsches Leitbild aus? Was heißt das denn dann eigentlich? Sind das
nur die Werte des Grundgesetzes? Ist es Verfassungspatriotismus? Was kennzeichnet denn dieses Land und die Menschen, die hier zusammenleben? Und in der Tat hat es aus meiner Sicht eine neue Qualität, wenn Menschen die Frage, welchen Beitrag sie für eine Gesellschaft leisten, nicht nur aufgrund ihrer Herkunft oder Abstammung beantworten, also ich für mich meine Aufgabe in Berlin nicht nur aus meinem Hesse-Sein definiere, sondern mich eher frage, wo möchte ich eigentlich mit diesem Land und den Menschen, die hier mit mir zusammenleben, hin? Was ist eigentlich das gemeinsame Ziel? Haben wir ein gemeinsames Ziel in diesem Land? Und ehrlich gesagt, angesichts der Herausforderungen, vor denen diese Republik und auch dieses Europa steht, ist es dringend notwendig, über gemeinsame Ziele der Menschen in diesem Land zu reden. Und dann spielt die Frage von gemeinsamer Identität in Vielfalt sicherlich eine ganz entscheidende Rolle. Sie haben vielleicht gemerkt, ich habe da ein sehr positives Bild. Ich glaube, dass das gelingen kann. Und ich hoffe, dass Sie sich auch deshalb engagieren, weil Sie auch glauben, dass das gelingen kann. Die Wahrheit ist aber natürlich, das ist ja kein Weg, den man automatisch flanierend beschreitet, sondern der ist auch anstrengend. Der fordert von uns allen etwas. Offenheit für Dinge, die andere Menschen wichtig finden, vielleicht auch manchmal die Bereitschaft, sich selber zurückzunehmen. Und das ist in der Tat am Ende des Tages nicht trivial. Und deswegen, glaube ich, hat jeder in diesem Land seine Aufgabe. Und ich kann nicht alle nennen, die mir da einfallen. Ich will nur einige wenige Ihnen beschreiben. Und vielleicht widersprechen Sie mir, vielleicht können Sie mir auch zustimmen. Ich glaube, als erstes ist die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft in diesem Land, Abstand davon zu nehmen, dass bei der Frage des Staatsbürgers ein homogenes, sowohl ethnisch als auch religiöses Bild gegenübertritt. Also man sieht nicht mehr, ob jemand Deutscher ist. Und in Wahrheit ist das immer noch für einen Teil der Mehrheitsgesellschaft ein Prozess, eine Herausforderung. Das war eben über lange Zeit so. Und Freunde von mir, die aus Frankfurt kommen oder eben aus Hanau, wo aber die Eltern oder Großeltern, vielleicht sogar inzwischen die Urgroßeltern von woanders herkommen, müssen sich dann immer noch mal fragen lassen, wo kommen sie eigentlich her? Und dann sagen die aus Hanau. Gemeint ist aber eigentlich was anderes. Also daran sieht man, dass unsere Gesellschaft da noch eine Aufgabe zu erledigen hat. Und das spiegelt sich natürlich in Gesetzen, in gesellschaftlichen Normen und Strukturen wider. Sind wir da so offen für Neue? Wie gehen wir mit Einwanderern und Menschen, die nach Deutschland kommen, um? Sind das Arbeitskräfte oder sind das am Ende des Tages Bürger? Wollen die Bürger dieses Landes werden? Wollen sie Deutsche werden? Diese Frage müssen wir anders aus meiner Sicht als in der Vergangenheit diskutieren, wenn wir dieses Gemeinsame, dieses Verbindende suchen wollen. Und auf der anderen Seite steht dann natürlich eine Loyalität dieses neuen Mitbürgers zu unserem Gemeinwesen, zu den Farben Schwarz-Rot-Gold, die dann auch die Farben, die Nationalfarben dieses Bürgers sein sollten, wenn es etwas Gemeinsames und Verbindendes gibt. Und wenn man sich die Geschichte dieser Farben ein bisschen anschaut, dann gibt es eigentlich wenig Farbkombinationen, die in ihrem Ursprung und ihrer historischen Bedeutung dazu angetan sind, so einen einladenden Charakter zu haben wie die Farben Schwarz-Rot-Gold. Ich freue mich sehr, Herr Hauptmann, dass Sie heute hier sind für Ihren Verein. Ich habe mich schon als Oberleutnant von pflichtschuldig gemeldet. Auch deswegen, weil die Bundeswehr ein gutes Beispiel für das ist. Sie werden es ja vielleicht noch ein bisschen detaillierter erklären können und erzählen können. Als ich in der Bundeswehr gedient habe, es war kurz 4 Jahre nach der deutschen Einheit, hat die Bundeswehr für sich reklamiert, die Armee der Einheit zu sein. Und in der Tat sind wahrscheinlich in keinem anderen Ort unserer Gesellschaft so schnell und auch so komprimiert junge Männer aus den neuen Bundesländern und aus den alten Bundesländern zusammengekommen, um in einer Armee zu dienen und damit ja auch eine gemeinsame Werteordnung zu verteidigen. Gott sei Dank nicht immer konkret mit der Waffe in der Hand, aber doch imaginär im Ziele der Ausbildung, der Erziehung und so weiter. Die Bundeswehr war darauf unheimlich stolz und aus meiner Sicht auch zu Recht. Das, was die Bundeswehr heute erlebt,
dass sie genau das eben auch wieder sein kann. Weil sie eben nicht schaut, wer da kommt. Wenn er die Voraussetzungen erfüllt, darf er dienen in der Bundeswehr. Oder sie. Das, finde ich, kann ein positives, auf Neudeutsch würde man sagen, Role Model sein, um zu zeigen, dass diese Vielfalt, auch Fachleute würden von Diversität sprechen, eben auch in unserem Land gelingen kann. Und das Dienen in der Bundeswehr ist natürlich ein so starkes und klares Bekenntnis zu diesem Land. Ein viel stärkeres kann man aus meiner Sicht kaum ablegen. Ich will aber auch sagen, dass es für meine Partei, und ich spreche ja hier auch als Generalsekretär, ein ganz zentrales Thema ist. Wir feiern dieses Jahr 70 Jahre CDU. Und wir haben noch 115 Männer und Frauen in unseren Reihen, die haben diese Partei damals gegründet, 1945, in einem in Trümmern liegenden Land. Und nur die wenigsten wissen, wenn sie heute auf diese CDU schauen, dass es ein paar Dinge gibt, die aus meiner Sicht uns es eigentlich zu einem Auftrag machen, sich dieses Themas stärker oder unter einem ganz besonderen Blickwinkel anzunehmen. Wissen Sie, als damals 45 Männer und Frauen, viele von ihnen haben auch in Konzentrationslagern gesessen, aufgrund ihres christlichen Glaubens gesagt haben, wir müssen eine neue Partei gründen, wir müssen etwas völlig Neues machen in diesem Land. Dieses Land braucht einen wirklichen Neuanfang. Da haben sie etwas gemacht, was aus heutiger Sicht für die meisten eine Selbstverständlichkeit ist, was damals aber was vollkommen Neues und Sensationelles war. Sich der Vorstellung hinzugeben, dass Katholiken und Protestanten in einer Partei zusammen sind. Also die Frage, die wir zum Teil diskutieren, können Christen und Muslime in einer Partei sein? Das können Sie sich nicht vorstellen, das ist nichtig, was die Konfliktträchtigkeit betrifft, für die damaligen Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken in diesem Land. Das muss man sich aber mal vergewissern, weil wir heute uns das gar nicht mehr vorstellen können, wie groß die Hürden waren. Auf dem Schulhof meines Nachbarortes gab es einen getrennten Schulhof für katholische und evangelische Kinder, die durften nicht zusammen spielen. Und die Leistung dieser Gesellschaft zu sagen, wir müssen doch aber es eigentlich schaffen, nicht auf das Trennende zu schauen, sondern wir müssen das Verbindende in den Blick nehmen, ist einer der zentralen Gründungsimpulse der CDU gewesen damals. Und diese Trennung zu überwinden, das ging auch nicht mit einem Fingerschnipp, sondern es hat lange Debatten erfordert. Und nicht jeder fand es gut, dass das sozusagen eine Leitidee der CDU in ihrer Gründungsphase war. Und das Zweite, wo die CDU zu Beginn an gleich gesagt hat, das müssen wir uns zu eigen machen, da muss klar sein, wo wir stehen, war der Umgang mit den Heimatvertriebenen. Auch da haben wir heute bestimmte Bilder im Kopf, die mit der historischen Wahrheit nicht immer etwas zu tun haben. Man muss sich das einmal vorstellen, 10 Millionen Flüchtlinge in diesem Land. Und jetzt reden wir heute über Asylbewerber und Flüchtlinge und wir reden über eine relativ hohe Zahl und die, die mit ihnen arbeiten und die Kommunen, die sie unterbringen müssen, stehen vor großen Herausforderungen. Aber die Wahrheit ist, die Zahl ist natürlich eine ganz andere als die 10 Millionen Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa, die damals vertrieben worden sind. Jetzt sind manche geneigt zu sagen, naja, aber das sind doch Deutsche, das ist doch was ganz anderes, kann man nicht vergleichen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Kategorie ist. Vielleicht müssen wir eine andere Kategorie in die Debatte einführen. Die Kategorie in der Debatte ist aus meiner Sicht die Frage, ist etwas fremd oder ist es vertraut? Und die Wahrheit ist, dass diese 10 Millionen Heimatvertriebenen vielen Menschen in den Gegenden, in die sie kamen, so fremd waren wie viele Flüchtlinge heute. Wenn sie als Ostpreuße nach Bayern kamen, dann war das nicht nur sprachlich schwierig vom Dialekt, sondern dann war auch aufgrund der Not in diesem Land, der Armut nach dem Krieg, die Frage des Teilens, auch des materiellen Teilens, eine mindestens so große Herausforderung wie heute. Und die CDU hat damals für sich in Anspruch genommen, wir lassen diese Menschen nicht alleine, sondern wir geben ihnen eine Perspektive und wir wollen, dass sie eine Chance haben, sich in diesem Land was aufzubauen. Und der Erfolg der frühen Bundesrepublik, das Wirtschaftswunder, beruht auch darauf, dass diese Heimatvertriebenen, die oft nichts hatten, gesagt haben, ich will mir hier etwas aufbauen, ich will wieder ein Haus haben, ich will, dass es meinen Kindern besser geht als mir und dass sie eine sichere Zukunft haben. Wenn das etwas ist, was Menschen als Ziel mitbringen, um sich in Deutschland eine Zukunft aufzubauen,
dann finde ich, ist es Aufgabe der CDU zu sagen, wenn das euer Ziel ist, wenn ihr wollt, dass sich es lohnt, sich anzustrengen, sich hier etwas aufzubauen, eine gute Zukunft für die eigenen Kinder zu bereiten, dann muss die CDU eine Partei sein, die diesen Menschen, und zwar egal, wo sie eigentlich herkommen, ein Angebot macht. Also ist, wenn Sie so wollen, vieles, was wir heute aktuell diskutieren, in Ihren Wurzeln in meiner Partei angelegt. Vielleicht ist uns das selber gar nicht immer bewusst, aber ich finde, ein Geburtstag, ein fast runder, wie wir ihn dieses Jahr feiern, ist eine gute Gelegenheit dafür. Das Spannende ist ja, wenn man Politik macht und sich engagiert und Sie alle tun das, ohne dass Sie das parteipolitisch tun, der eine oder andere Gott sei Dank auch zusätzlich, dann hat man eine Motivation, man hat einen Antrieb, etwas, was einen dazu bringt, das neben dem Beruf oder der Ausbildung oder vielen anderen Dingen, die das Leben so prägen, fortzusetzen, sich dafür einfach Zeit zu nehmen. Und es mag bei jedem von ihm auch etwas anderes sein. Ich will ganz offen gestehen, dass meine hauptsächliche Motivation, Politik zu machen, und jetzt habe ich noch das große Glück, das als Volksvertreter im Deutschen Bundestag tun zu dürfen und für meine Partei in einer wichtigen Rolle. Die Frage ist, dass ich an dieses Land glaube und an viele Werte, die es repräsentiert. Trotz auch vieler Brüche in seiner Geschichte hat es ja eine reiche Geschichte, aus der man auch unheimlich viel Gutes und Positives ziehen kann. Und ich glaube, dass es sich lohnt, Menschen einzuladen, daran mitzuwirken, damit jemand diese Geschichte fortschreibt im positiven Sinne. Und ich finde ehrlich gesagt, die Geschichte dieser Bundesrepublik ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Nicht nur in der Geschichte unseres eigenen Landes, sondern generell im Vergleich zu anderen Ländern. Und meine herzliche Bitte wäre, dass Sie sich überlegen, was Ihr Beitrag dazu ist. Wenn Sie sich dann noch überlegen, diesen Beitrag mit uns gemeinsam zu leisten, der ein oder andere sich vielleicht sogar noch überlegt, diesen Beitrag in unserer Partei zu leisten, dann ist mir nicht bange, das ist jetzt kein, der Werbeblock kommt immer bei Generalsekretären, da muss man durch, dann ist mir nicht bange, dass das zu etwas Gutem führt. Weil ich persönlich glaube, dass es immer gut ist, etwas anzupacken, ein positives Ziel zu formulieren, als immer nur zu beschreiben, was alles gerade nicht funktioniert. Und ganz ehrlich, wir können den Nachmittag auch damit zubringen, nur zu beschreiben, was alles nicht funktioniert. Es gibt immer noch viel zu tun. Aber ab und zu auch mal den Blick darauf zu richten, was Gutes geschieht, was Menschen Gutes leisten in diesem Land. Ein paar haben wir ja hier vorne und werden sicherlich noch über die Motive etwas erfahren. Und dann gemeinsam darüber ins Gespräch zu kommen, was kennzeichnet eigentlich die Menschen, die sich in diesem Land engagieren. Wenn wir das schaffen, dann ist viel gewonnen. Und dann fände ich es am Ende des Tages spannend, wenn man sich darauf verständigen kann, dass die Frage, ob jemand Deutscher ist, nicht so sehr von der Frage der Herkunft oder Abstammung abhängig ist, sondern von der Frage, was er bereit ist, für dieses Gemeinwesen zu tun und ob er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für dieses Land. Das ist, finde ich, eine wunderbare Definition, unter der sich hoffentlich viele versammeln können. Vielleicht gibt es weitere, das wird die Diskussion weisen. Ich freue mich nochmal, dass Sie alle hier sind, dass du das organisiert hast mit den Kollegen zusammen und hoffe auf eine fruchtbare Diskussion. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Peter, auch für deine persönlichen Worte. Ich würde jetzt meinen Kollegen Martin Patzelt bitten, seinen kurzen Impuls für das Thema zu geben. Liebe Frau Josef, Herr Dr. Tauber, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen aus dem Bundestag, ich bin als Familienpolitiker gebeten worden, hier ein paar Impulse für die Diskussion vorab zu geben. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum wird gerade ein Familienpolitiker darum gebeten? Die einzige Erklärung, die ich gefunden habe, ich habe mir jetzt einige andere sagen lassen, war die, dass wahrscheinlich die Migranten in unserem Lande noch die engsten und haltbarsten Bindungen und Verbindungen innerhalb von Familie haben. Dass sie gerade in Deutschland erleben, wie Familie doch sehr im Wandel und vor allen Dingen nicht nur im Wandel, das wäre ja gar nicht das Problem, sondern auch im Zerfall ist, dass der Individualismus und das Alleineleben sich immer breiter machen, dass wir in der CDU darüber angestrengt nachdenken, wie wir Familie neu definieren, weil wir den Wert von Familie unbedingt erhalten wollen, nämlich das verantwortete Leben miteinander, Verantwortung für den anderen übernehmen,
in den kleinsten Einheiten, da, wo die Menschen wirklich miteinander leben. Nun stehe ich also als Familienpolitiker hier und ich soll etwas zu diesem Thema sagen. Es ist mir nicht eingeschränkt worden. Und wenn ich zur Integration etwas sagen möchte, dann muss ich darauf verweisen, dass Integration in einem enormen Maße abhängt von der Identität der Menschen. Man kann Integration überhaupt nicht denken und auch angehen, wenn man nicht sich bewusst wird, was Identität eigentlich für den Menschen bedeutet, was es mit ihm macht, ja, in jeder Weise. Die Integration bedarf einer gemeinsamen Identität, sie bedarf der Integrationswilligkeit und der Rahmenbedingung, die sie auch ermöglichen. Es kommt also nicht nur auf denjenigen an, der sich integrieren will, sondern es kommt auch auf diejenigen an, die die Rahmenbedingungen für diese Integration schaffen müssen. Im Letzten das Gemeinwesen und auch das politische Gemeinwesen. Oder immer eben die anderen. Ich will der Podiumsdiskussion jetzt eigentlich nicht so viele praktische Dinge vorwegnehmen, sondern ich will mich mehr theoretisch halten an das, was uns die modernere Forschung zur Identität sagt. Auch deshalb, weil ich immer in die Gefahr laufe, in meinen Äußerungen als ein Gutmensch apostrophiert zu werden, der das nun aus gutem Herzen und mit gutem Anliegen und positivem Denken unter die Menschen bringt. Nein, es ist ja gar nicht so, sondern wir sind mitten in einer Entwicklung, die uns auch deutlich macht, was für uns gut ist. Wir wollen bloß oft nicht daran glauben. Das ist das Problem. Und wenn dann Wissenschaftler sich damit beschäftigen und sagen, die Dinge, die uns betreffen, die in den Humanwissenschaften, in der Anthropologie insbesondere eine Bedeutung für uns haben, die sind nun mal gesetzmäßig so und die lassen sich nicht einfach abändern. Und dazu möchte ich Ihnen einige Thesen vortragen, die dann vielleicht auch fruchtbar für unser weiteres Denken sind. Manche sind provokant. Gut, eine Provokation ist immer auch positiv, weil man darüber nachdenken kann. Man muss ja mir nicht folgen in den Gedankengängen oder denjenigen, auf die ich mich berufe. Gelingende Integration setzt also einen Identitätswandel voraus, wenn ich in ein Milieu komme, in dem die Identitäten von meiner verschieden sind. Mir fällt da ein, ich war etliche Jahre Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder und Frankfurt-Oder ist eine Grenzstadt im Osten von Deutschland, ganz nah an der polnischen Grenze, nur durch eine Brücke und die Oder getrennt. Und ich habe im Interesse meiner Stadt natürlich viel versucht, mit den polnischen Nachbarn zusammenzutun. Ich habe mir gesagt, wir müssen eigentlich begründen, warum wir etwas nicht zusammentun zum Vorteil von unserer Stadt. Und das hat Ausmaße angenommen, dass die Mehrheit meiner Einwohner der Stadt dann sehr verunsichert waren und sagten, auch in Leserbriefen oder in öffentlichen Diskussionen, dann soll der OB, der Oberbürgermeister, doch nach Polen gehen, wenn er die Polen so liebt. Was war geschehen? Die Deutschen in Frankfurt-Oder hatten einfach Angst. Sie hatten Identitätsunsicherheiten. Wer sind wir denn, wir Deutschen? Wir werden doch nicht etwas für die Polen machen. Und haben trotz meiner, aus meinem Befinden her, durchaus logischen Argumentationskette nicht verstanden, dass das, was ich mit den Polen zusammen machen wollte, für meine Stadt machen wollte. Das habe ich öfter so in meinem Leben erlebt. Und wenn ich mich ganz klar eine objektive Definition halte, dann heißt es im Fremdwörterbuch, im deutschen Duden, die vollkommene Gleichheit oder Übereinstimmung in Bezug auf Dinge oder Personen, die Wesensgleichheit, das ist Identität. Das Existieren von jemandem als etwas Bestimmtes, Unverwechselbares, die als selbst erlebte innere Einheit der Person. Da merken wir schon, wie sehr das ans Eingemachte geht, wie sehr das mich selber betrifft, wie sehr das zutiefst mit meinen eigenen Wurzeln verbunden ist. Und Autoren, die ich Ihnen nur empfehlen kann, Thea Dorn und Richard Wagner, haben in einem 2011 erschienenen Buch Die deutsche Seele geschrieben, jemand, der nicht weiß, woher er herkommt, kann auch nicht wissen, wohin er will. Er verliert die Orientierung. Da sind wir uns sicherlich noch einig, aber dann, seit Jahren streiten wir darüber, welche Einwanderer dazugehören und welche nicht. Dient die ganze Debatte nicht letztlich dem Zweck, von dem abzulenken, worüber wir eigentlich diskutieren müssten, nämlich, jetzt bin ich ganz nah bei Dr. Tauber, was von Deutschland noch zu Deutschland gehört. Was dieses Land ist jenseits der lexikalischen Auskunft, es sei ein föderalistischer, freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat in der Mitte Europas, gebildet aus 16 Bundesstaaten. Mehr steht nämlich nicht drin zu Deutschland. Und wenn wir das dann füllen, dann merken wir, dass es schwierig wird.
Von welchem Jahrgang her betrachten wir das Ganze? Aus welcher Zeit betrachten wir das Ganze? Und wir merken, wir sind mitten auf der Reise. Ich brauche das nicht wiederholen, weil Dr. Tauber das sehr treffend eigentlich skizziert hat. Also, ich wage das jetzt mal ein paar Thesen. Eine Identität für einen Dritten lässt sich kaum von außen beschreiben. Eine Identität ist ein Bekenntnis des Individuums über den Grad seiner Zugehörigkeit. Ich selber fühle mich zugehörig oder fühle mich nicht zugehörig. Ein Dritter kann mir schlecht vorschreiben oder beschreiben, welche Identität ich einzunehmen habe. Kermani, Ihnen sicher bekannt, zumindest seit seiner Rede hier im Deutschen Bundestag, sagte im Interview vom Deutschlandfunk, von sich selber, also ein Bekenntnis, die emotionale Nähe zu diesem Staat empfinde ich, die sich nicht über die Kategorien eines, sagen wir, konservativen Vaterlandstolzes definiert, sondern über Freude, in diesem Gemeinwesen zu leben. Es mag sein, immer noch Zitat von ihm, es mag sein, dass die Dankbarkeit bei einem wie mir vielleicht stärker empfunden wird, als bei einem, der es selbstverständlich empfindet, in der BRD aufgewachsen zu sein. Aber andererseits eine emotionale Nähe empfinden muss, damit man für dieses Gemeinwesen streitet und dafür eintritt. Und das sagt er als ein Selbstzeugnis. Er sagt, ich selber muss die Nähe zu diesem Land empfinden. Ich selber muss dieses Land lieben und schätzen. Die zweite These ist, Identitäten wandeln sich ständig. Auch dazu hat Dr. Tauber schon etwas gesagt. Ein Bundesdeutscher vor 30 Jahren sah ganz anders aus als heute. Ich lasse hier nochmal einen, der die Deutschen betrachtet und selbst Zuwanderer ist, also wieder Kermani, zu Wort kommen. Er sagt, man muss anerkennen, wie schnell es die Deutschen geschafft haben, nach dem Krieg das Land wieder aufzubauen, Wohlstand zu schaffen, eine relativ gerechtere wirtschaftliche Ordnung herzustellen. Und das ist bewahrens- und bewundernswert. Aber das, was wir heute als Bundesrepublikanisch empfinden, dass spezifische Momente wie Demut, Bescheidenheit und Offenheit, das hat sich erst in den 80er und 90er Jahren entwickelt. Soweit Kermani. Insofern müssen wir auch befragen, welche Relevanz hat eigentlich die Integration von Migranten zu unserer eigenen Identität als Deutsche, welche zu unserem Bild als Europäer, zum Global Player. Wir sind alle mitten auf dem Weg, auch wir Deutschen. Zum Beispiel vom Christentum hin zur religionslosen Gesellschaft, vom Global Player, vom Menschen mit einer nationalen Identität zu einem Weltbürger. Welche Impulse haben uns die Migranten mitgebracht? Welche speisen sie ständig ein, ob sie dies wollen oder nicht, einfach durch ihr Dasein und durch ihr So-Sein? Und könnten diese Impulse nicht auch für mich ein wertvoller Beitrag für meinen notwendigen Identitätswandel sein als Deutscher? Ob die multikulturelle Situation, in die sie uns bringen, als die Einwanderer, auch nicht uns Deutschen zum immer notwendigen Identitätswandel verhelfen kann? Das ist meine Frage und ich persönlich beantworte sie mit Ja. Dritte These. Identität besteht immer aus Mehrfachidentitäten. Auch wir in Deutschland, die geborenen Deutschen und immer in Deutschland gebliebenen, unterscheiden uns durch Generationen, durch Katholiken, Protestanten, durch Grüne, durch Linke, durch Hamburger und Bayern. Es gibt sehr viele unterschiedliche eigene Identitäten. Wir fühlen uns zugehörig zu unterschiedlichsten Gruppen, regional, geistig, religiös. Wie wirken sich solche Doppelidentitäten aus? Was macht Identität mit uns? Henrik M. Broder, ein Publizist und Journalist, Ihnen vielleicht bekannt, sagt, einfache Identitäten gibt es nur in Primitivgesellschaften. Mir fiel da sofort Nordkorea ein. Und mir fiel ein meine DDR-Vergangenheit, 40 Jahre in einem kommunistischen System, was sich sehr viel Mühe gegeben hat, eine einheitliche Identität der Bürgerinnen und Bürger mit all den verfügbaren Mitteln zu schaffen. Es ist ihnen nicht gelungen. Ich stehe vor ihnen und habe mich als ein eigenständig denkendes Wesen mit eigenen Wertvorstellungen und Begriffen entwickelt.
Und die haben sich wahrlich viel Mühe gegeben durch ein geschlossenes Bildungssystem, durch materielle Anreize, hin bis zu Gefängnis und zum Einmauern. Es ist ihnen nicht gelungen, eine einheitliche Identität herzustellen. Die Ausbildung, also mehrfache Identitäten, ich könnte Ihnen hier noch einige Erweise dafür bringen, aber es erklärt sich eigentlich für sich selber und in Ihrem Befinden. Sie sitzen ja meistens als Migranten vor mir oder vertreten Migranten. Jemand ein Stück seiner Identität, die noch eine andere ist als meine, wegnehmen zu wollen, ist ein vergebliches Liebesmühen. Es kann nur zu einer äußerlichen, opportunistischen Haltung oder Verhaltensweise kommen. Es ist, so sagt uns auch die Wissenschaft, einfach schlichtweg unmöglich. Weil die Identität, ich erinnere an die erste These, immer von demjenigen selbst bestimmt wird, der sie denn einnimmt. Viertens, die Ausbildung von einer gemeinsamen Identität als Voraussetzung für Integration braucht gemeinschaftliche Ziele und gemeinschaftliche Projekte. Martin Buber, ein jüdischer Philosoph, fast noch Zeitgenosse, jetzt schon tot, aber sehr wesentlich auch für die deutsche Philosophie, hat schon sehr frühzeitig formuliert, dass sich Gemeinschaft nur entwickeln kann, wenn es gemeinschaftliche Ziele gibt. Gemeinschaft als Ziel führt sich selbst ad absurdum. Also wenn ich mich mit Ihnen zusammensitzen wollte und sage, jetzt machen wir mal eine Gruppe auf und wir wollen die Gemeinschaft pflegen und wir wollen die Gemeinschaft zum Mittelpunkt unseres Zieles machen, dann ist das ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen, so Martin Buber. Sondern Gemeinschaft ist die Frucht eines gemeinsamen Bemühens. Wenn Menschen zusammen zu Zielen unterwegs sind, die sie eilen. Kamani sagt da auch wieder, ich zitiere, weil es so interessant ist, er hat die Dinge alle so aufgenommen. Wir wissen, dass das, was wir hier haben, in Deutschland, nicht selbstverständlich ist. Ich weiß, dass daraus auch Verantwortung wächst für die Welt, für andere Länder, sei es in Bezug auf Armut, sei es in Bezug auf Freiheitsstrebungen anderer Völker. Integration ist nicht um dieser Selbstwillen da, sondern geschieht in dem Bemühen, die eigene Lebensqualität zu heben, das dazugehören wollen, aber auch das Suchen nach persönlichen Vorteilen und ideellen Werten. Und das hat nichts Anrüchiges. Wir alle sind bemüht, unser persönliches Leben und das gesellschaftliche Leben deshalb zu optimieren. Und das tun die Migranten genauso wie auch die Deutschen. Zwang ist in jeder Weise kontraproduktiv. Fehlende oder einschränkende Rahmenbedingungen für Integration behindern Identifikation, sie machen Motivation kaputt. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist ein überaus wertvolles Potenzial, das noch viel zu wenig genutzt wird. Die wiederholte Erfahrung, gebraucht zu werden, sei es zur Sicherung der eigenen Existenz oder zur Optimierung der gemeinsamen Lebensumstände, ruft eigentlich danach, dass wir jeden, der an diesem Werk mitwirken möchte, und Sie sind heute in so großer Anzahl dieser Einladung gefolgt, weil Sie ja mitwirken wollen, weil es Ihnen nicht nur darum geht, die eigene individuelle Lebenssituation zu verbessern, sondern weil Sie sagen, wir leben hier und wir möchten dieses Land verändern, für uns alle zum Besseren. Und ich frage mich, wie weit gehen die Kommunen, wie weit gehen die Vereine, die NGOs mit diesen Potenzialen und mit den Angeboten, die sie uns machen, um? Sorgen wir uns um diese und sorgen wir uns füreinander. Ich komme jetzt zum Schluss und lasse etwas aus, was wir auch in der Diskussion vielleicht noch aufgreifen können. Meine Empfehlung ist, grundsätzlich aus den benannten Gründen, mit den Zuwanderern gemeinsam in Respekt vor ihrer selbstbestimmten Identität einladend, ja mitunter auch verpflichtend an den uns gemeinsam betreffenden Aufgaben zu arbeiten. Und dabei entsteht eine gemeinsame Identität. Mag das Siegel Made in Germany draufstehen oder nicht, es geschieht ja in Deutschland. Und wir Deutschen sind mit ihnen unterwegs. Und wenn ich daran denke, dass in manchen Schulklassen, in manchen Regionen schon mehr Migranten leben als Deutsche, dann wird es zumindest vom Faktischen her auch die Frage sein, worüber diskutieren wir eigentlich. Wir haben, Dr. Tauber hat es gesagt, eine
sehr spannende deutsche Geschichte mit Brüchen, mit Schuld, mit Versagen, mit Wiederaufstehen. Wir haben Erfahrungen gemacht, die uns alle geholfen haben, heute da zu stehen, wo wir sind. Und wir sollten die neue Erfahrung jetzt mit den vielen Migranten, die zu uns kommen, nutzen, um zu sagen, wir können auch für die Welt ein Beispiel werden, wie man Zukunft für Deutschland und für die Welt bauen kann. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Martin Patzelt. Ich darf jetzt auf dem Podium Günther Krings, unseren parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, herzlich begrüßen. Schön, dass du heute auch die Zeit gefunden hast, bei uns mitzudiskutieren. Und ich habe gesehen, der Integrationsbeauftragte aus Berlin, Burkhard Dräger, ist auch unter uns. Herzlich willkommen, lieber Burkhard. Ich möchte jetzt auch mit Blick auf die Zeit direkt in die Diskussion einsteigen, Günther, und würde auch die erste Frage direkt an dich richten. Du hast jetzt die Rede von Peter nicht mitbekommen. Da wurden schon viele wesentliche Punkte angeschnitten. Aber auch nochmal an dich die Frage, genau. Wir feiern am Samstag den 66. Geburtstag unseres Grundgesetzes. Wie ist Deutschsein eigentlich in unserer Verfassung definiert? Und mit Blick auf heute, wie zeitgemäß ist deiner Meinung nach dieses Verständnis noch? Vielen Dank. Die Frage geht dann vielleicht mehr an den Verfassungsjuristen als an den Politiker, aber das kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Artikel 116 unseres Grundgesetzes hat ein ganz formalistisches oder formales Verständnis. Da heißt es, glaube ich, sinngemäß, Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Also wir werden keine weiteren Anforderungen formuliert. Einen gewissen Hinweis, was den vielen Vätern und wenigen Müttern des Grundgesetzes vielleicht vorgeschwebt ist, ergibt sich dann vielleicht im zweiten Satz. Da heißt es dann wiederum sinngemäß, dass auch Deutsche sind diejenigen, die praktisch, sag mal sehr vereinfachend, aus den früheren deutschen Ostgebieten zu uns herübergekommen sind oder kommen. Das heißt, es ist schon irgendwo dieses kulturelle Vorverständnis eines Volksbegriffes, der eben auch historisch gewachsen ist, wo auch Gebiete, die jetzt nicht mehr zu Deutschland gehörten und gehören, mit gemeint sind. Aber erstmal die reine Aussage, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ist sehr formal. Wer deutsche Staatsangehörigkeit hat, ist Deutscher. Also kann das auch fast als Zirkelschluss annehmen, wenn man fragt, wer soll eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Aber wichtig ist damit die Antwort auf die zweite Frage. Damit ist es eigentlich ein relativ moderner Begriff. Insofern sehe ich auch keine Notwendigkeit, sozusagen die Definition zu verändern, weil es eben keine weiteren Voraussetzungen dort im Grundgesetz angelegt sind. Das heißt nicht, dass nicht der Gesetzgeber, Stichwort Einbürgerungstest und so weiter, auch sinnvollerweise solche Dinge einfordern kann. Aber das Grundgesetz ist da sehr offen. Und das ist auch ein bisschen Wasser in den Wein für all diejenigen, die meinen, man könnte jetzt eine Werteordnung, die wir fordern für die Integration, ich bin jetzt nicht gegen eine Werteordnung, aber die meinen, man könnte diese Werteordnung unmittelbar aus dem Grundgesetz ablesen. Das Grundgesetz setzt sich vielleicht voraus, wenn man sich in die Artikel 1 bis 20 reinguckt, auch die Grundrechte, Rechtsstaatsprinzip, das hat viel mit Werten zu tun. Aber eine Verfassung ist ein Gesetzestext und ein Gesetzestext stellt Regeln auf und ist noch selbst keine Werteordnung. Da müssen wir eben tiefer schürfen, wenn wir die rausfinden wollen. Ja, vielen Dank. Breschkay Ferhat, du bist Kulturmanagerin in Berlin. Dominik, ich sehe sie nicht, genau. Und arbeitest seit vielen Jahren im Themenfeld Demokratie und Toleranzförderung. Und ihr habt vor einigen Monaten in Berlin die Bundeskonferenz neuer deutscher Organisationen gegründet. Wenn man das jetzt so hört, wofür steht neue deutsche Organisationen und warum habt ihr euch zusammengetan? Ja, vielen Dank. Das ist natürlich jetzt schon gleich zu Beginn dann irgendwie die schwierigste Frage, was sind tatsächlich neue deutsche Organisationen? Aber ich kann ja kurz mal was zum Hintergrund sagen. Und nachdem ja der Herr Tauber so wunderbare Wahlwerbung gemacht hat, mache ich die jetzt natürlich auch. Und zwar gehöre ich auch zum Verein, also wie gesagt drei Deutsche oder dann eben drei Deutsche mit Einwanderungsgeschichte, ein Verein. Ich gehöre zu den neuen deutschen Medienmachern und wir waren mal ein Netzwerk, das sich gegründet hat in 2009 und haben dann eben ganz schnell festgestellt, man kann in Deutschland ein Netzwerk haben, aber man braucht eigentlich einen Verein. Und daraus ist dann entstanden praktisch der Verein die neuen deutschen Medienmacher. Das sind Journalistinnen mit und ohne, ich werde sagen, Migrationshintergrund. Neulich habe ich mal in Mönchengladbach übrigens gehört mit MH. Das war dann so ein bisschen schon krass, wenn man dann sagt mit MH und ohne MH. Aber auf jeden Fall sind in dem Netzwerk eine Menge an Journalistinnen und Journalisten. Und wir haben uns irgendwann mal überlegt, dass wir gesagt haben, da hat sich ein bisschen was geändert in den letzten Jahren.
und den Jahrzehnten eigentlich. Es gab die Sarrazin-Debatte, es gab ganz unterschiedliche Ereignisse und da hat sich auch in der Community der Menschen mit Migrationshintergrund, ich nenne sie jetzt einfach mal weiterhin so sperrig, dann auch was geändert und wir haben gedacht, es gibt so viele neue deutsche Organisationen und wobei neue deutsche Organisationen niemanden ausgrenzen möchte. Es sind einfach Organisationen, die sagen, da geht es eher um eine Haltung, das heißt eine Geisteshaltung, eine Haltung zu sagen, wir definieren uns jetzt nicht mehr, also meine Eltern kommen aus Afghanistan, sind schon ganz lange hier und ich bin hier geboren. Ich könnte jetzt ja sagen, ich mache was für afghanische Flüchtlinge, was ich auch mache, aber ich mache halt auch noch in einer anderen Organisation mit. Und bei diesem Kongress hatten wir rund 180 Organisationen, die zusammengekommen sind und die haben alle einfach gezeigt, auch wir sind das Volk ein bisschen und ja, da gab es alte und neue deutsche Organisationen, die sich zusammengetan haben und vom Prinzip her, denke ich, werden wir hier auch im Verlauf der Diskussion dann nochmal dazu kommen, was sind diese Organisationen, weil wir sitzen ja alle hier, ob es Deutscher Soldat, Juma, Zahnräder, das sind alles diese neuen deutschen Organisationen. Okay, vielen Dank erstmal. Ich habe noch eine Sache vergessen, weil Sie sind heute zwar die Gäste, aber Sie müssen natürlich an dieser Frage, die wir uns heute stellen, auch alle gemeinsam mitarbeiten, wie es sich für Gastarbeiter auch gehört. Und deswegen haben wir Ihnen alle auf die Plätze eine Karteikarte gelegt und würden Sie bitten, uns die Frage zu beantworten. Genau, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Was braucht es für ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl in Deutschland? Also die Zielfrage, die wir hier gemeinsam auf dem Podium beantworten wollen, da würden wir Sie auch bitten, vielleicht Ihre Gedanken, Gefühle, Impulse uns aufzuschreiben und die besten Ergebnisse werden wir dann gleich am Ende der Podiumsdiskussion auch vortragen. Das war jetzt mein Part. Breschka, vielen Dank also für die erste Beschreibung. Dominik, muss ich jetzt sagen, Hauptmann Dominik Wullers, du promovierst derzeit in Ökonomie und bist der Vorsitzende vom Verein Deutscher Soldat e.V. Wenn man bei euch auf die Homepage sieht, dann sieht man viele schwarze Soldaten in Bundeswehruniform. Auch in Bezug auf das, was Breschka gesagt hat. Was war für dich der Impuls, diesen Verein zu gründen? Ja, danke erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Genau, man sieht deutsche Soldaten auf unserer Seite und das war vielleicht so ein bisschen der Ausgangspunkt. Also ich muss dazu sagen, ich bin Soldat, also eher einfach gestrickt und es war damals so, dass Herr Sarrazin im Fernsehen war und ich habe das nicht sehr mitbekommen. Mein Gruppenleiter allerdings, der selber afrikanische Wurzeln hat, also auch schwarz ist, hat mich irgendwann mal in sein Dienstbüro zitiert und meinte dann, Sie melden sich morgen, wir gründen einen Verein. Ich habe gesagt, jawohl. Und damit war das erstmal beschlossen, also, aber Scherz beiseite, der Gedanke war natürlich so ein bisschen, und da muss ich natürlich Ihnen, Herr Oberleutnant Dr. Tauber, gratulieren, das war ein Treffer Zielmitte, das sind genau unsere Sichtweisen auf die Thematik, dass man nämlich sagt, wir sind deutsche Soldaten und da gibt es überhaupt kein Vertun. In Afghanistan während der Karfreitagsgefechte ist ein Hauptfeldwebel der Bundeswehr schwer verletzt worden, während er versucht hat, Kameraden aus dem Feuer zu ziehen. Dieser Hauptfeldwebel war schwarz. Und das ist eine Realität unseres Landes heute, die aber so häufig nicht dargestellt wird. Wenn man Herrn Sarrazin reden hört, glaubt man, und das hat er so in seinem Buch auch wörtlich geschrieben, dass Migration zunächst mal den Genpool unseres Landes verunreinigt. Und ich glaube, da hatten wir dann irgendwo den Punkt überschritten, wo man auch als Staatsbürger in Uniform sagen muss, so jetzt ist der Punkt gekommen, wo man sich irgendwie organisieren muss und da etwas entgegensetzen muss. Und das, denke ich, entspricht auch sehr dem Selbstbild der Bundeswehr. Eben wie gesagt der Staatsbürger in Uniform, der auch seine staatsbürgerliche Pflicht sieht. Und wir haben uns entschlossen, einfach unsere Existenz publik zu machen. Denn das ist für viele sehr überraschend, dass es in den Streitkräften mittlerweile knapp 12% Soldaten mit Migrationshintergrund gibt, die alle ihren Eid geleistet haben auf dieses Land. Darunter sind auch Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, die genauso nach Afghanistan gehen, in Mali sind oder jetzt gerade Flüchtlinge aufnehmen mit Schiffen der Marine, zum Beispiel die Fregatte Hessen, jetzt gerade im Mittelmeer kreuzt. Das sind alles Realitäten, die wir darstellen wollten und die wir auch Herrn Sarrazin entgegensetzen wollten. Und das war der Gründungsimpuls.
kann man sogar sagen, dass dein Buch sogar was Gutes hatte, ja, wenn ihr sozusagen daraus entstanden seid. Du hast schon ein bisschen über die Reaktionen erzählt. Also wie konkret arbeitet ihr, macht ihr Veranstaltungen? Wie verbreitet ihr sozusagen diesen Spirit? Ja, ich danke dir sehr für diese Frage, weil ich habe ja schon angedroht, dass ich auch im Verlauf dieses Gesprächs nicht sehr subtile Werbung machen werde. Tatsächlich ist es aber so, wir machen viele Veranstaltungen und es ist überraschenderweise häufig eher ein Hemmnis, dass man Menschen erstmal darüber aufklären muss, was die Bundeswehr ist. Also wir hatten eine Veranstaltung zum Tag des Ehrenamts, da waren wir auf einer Messe und wollten ehrenamtliche Helfer um Unterstützung bitten. Unglücklicherweise haben wir uns einen Stand geteilt mit einer Organisation gegen Kindersoldaten. Nicht unglücklich, weil wir gegen diese Organisation sind, sondern weil uns sofort Besucher dieser Messe assoziiert haben mit Kindersoldaten und uns konfrontiert haben mit dem Vorwurf, wir seien für die Bundeswehr da, um Kindersoldaten einzuwerben. Also diese Schwelle muss man auch häufig überschreiten. Also es gibt da mit dieser Wahl des Namens deutscher Soldat sehr interessante Probleme, sowohl im konservativen als auch eher im linken Spektrum. Also die einen stören sich an der Uniform, die anderen an der Hautfarbe. Da gibt es in alle Richtungen Abwehrbewegungen, aber ich finde es schön, dass man sich auch gut in der Mitte treffen kann und sagen kann, das hier ist die Mitte. Also wir haben weder vor, das Schnitzel abzuschaffen, noch auf der anderen Seite sind wir der Meinung, dass wir nicht hierher gehören, sondern wir sind deutsch, wir gehören hierhin, das ist unser Land. Und die Veranstaltung, auf die ich hinweisen wollte, ist, und das entspricht auch genau dem, was Dr. Tauber gesagt hat, die Bundeswehr ist da durchaus, und ich bin ja nicht als Bundeswehrsprecher, aber die Bundeswehr ist da durchaus Vorreiter. Ich selbst habe für mich erlebt, dass meine deutsche Identität erst mit meinem Dasein als Soldat kam. Dass ich da erst angefangen habe, mich auch mit diesem Land zu identifizieren und für mich persönlich festgestellt habe, ja, ich bin deutsch. Das hat sich nochmal im Ausland verstärkt, weil nirgendwo sonst als im Ausland stellt man fest, dass man Pünktlichkeit wertschätzt und ähnliche Dinge und dann merkt man, dass man deutsch ist. Und wie gesagt, die Bundeswehr macht da viel und eine der Dinge, die sie macht, ist zum Beispiel eine Konferenz, wo wir internationale Gäste einladen, aus Pentagon kommen Leute, aus Großbritannien, Australien, Neuseeland, auch Frankreich, Skandinavien ist dabei. Frau Dr. von der Leyen hat die Schirmherrschaft übernommen, Herr Dr. Brauksiepe, auch ja aus ihrem Hause, kommt vorbei. Und das ist so ein bisschen, wie man auch sieht, wie die Bundeswehr einen Vorsprung, den man ihr nicht zutrauen mag, auch ausbaut. Also sich fragt, wie kann man Diversity auch weiter, die schon da ist, die sich einfach natürlich ergibt in Streitkräften, weiter fördern. Ja, vielen Dank. Ich denke, es gibt noch andere Bereiche, aus denen wir lernen können. Da würde ich gerne am Ende nochmal auf die Frage zurückkommen, was wir konkret uns von der Bundeswehr auch abschauen könnten. Zu meiner Linken begrüße ich Laila Younes Amaira. Oh Gott, ja, so geht es immer anderen Leuten, wenn sie mich ansprechen. Du bist Studentin der Rechtswissenschaft und arbeitest seit 15 Jahren beim Projekt Juma hier in Berlin. Auf eurer Homepage sagt ihr, dass junge Muslime einseitig dargestellt werden in Deutschland und ihr was dagegen unternehmen wollt. Wie genau sieht deine Arbeit bei den Zahnrädern aus? Bei Juma. Ja, also erstmal vielen Dank. Auch ich freue mich natürlich, hier zu sein. Ich wollte noch ganz kurz anmerken, ich bin nicht seit 15 Jahren bei Juma, sondern seit 5 Jahren. So alt bin ich noch nicht. Also Juma gibt es seit 2010. Ja, und der Anfangsgedanke bei Juma war, dass man grundsätzlich erstmal jungen muslimischen Menschen in Deutschland eine Stimme geben wollte. Hintergrund war, dass viele Diskurse und es gab viele Diskurse und allgemein Diskussionen, die in der Öffentlichkeit geführt worden sind, über den Islam und über die Muslime, die auch Auswirkungen hatten, direkte Auswirkungen auf die Muslime in Deutschland, sei es jetzt im Beruf, sei es im Alltagsleben, sei es in der Schule. Diese Muslime konnten aber irgendwie nie wirklich mitreden, an den Diskussionen teilnehmen, öffentlich. Und dementsprechend dachte sich dann Juma, okay, dann machen wir was. Wir machen jetzt dieses Projekt und versuchen, einen Zugang zu schaffen in die Politik für die Jugendlichen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das sah dann konkret so aus, dass man sich mit Entscheidungsträgern getroffen hat, mit Politikern, mit Journalisten, mit Menschen aus der Wirtschaft und man hat mit ihnen diskutiert. Das ging dann weiter mit Fortbildungen, man wurde ausgebildet in der Pressearbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit, in Rhetorik, sodass man natürlich auch die passenden Handwerke bekommen hat, um
diesen Weg zu gehen als Jugendlicher. Und inzwischen ist es sogar so weit, dass diese Jugendlichen erwachsen geworden sind und teilweise in Leiterpositionen in ihren Jugendvereinen oder Organisationen aktiv sind. Und dementsprechend ist der nächste Schritt jetzt bei Juma, dass diese Netzwerkarbeit vorangetrieben wird unter den muslimischen Jugendorganisationen und auch, dass diese Arbeit professionalisiert wird, so dass wir diese Bilder, die verzerrt teilweise in der Öffentlichkeit umhergehen über die Muslime in Deutschland, viel effektiver quasi aufgelöst und realitätsnah wiedergegeben werden können. Also auch wie bei Dominik ein Stück weit sozusagen den Diskurs an die Realität etwas näher zu bringen, höre ich ein bisschen daraus. Aber vielleicht kannst du noch mal auf diesen Punkt auch eingehen. Warum werden Muslime häufig als homogene Gruppe dargestellt? Und was ist sozusagen dieses, oder anders gefragt, man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass die Muslime das Integrationsproblem hier in Deutschland haben. Ja, das ist natürlich sehr interessant. Wir haben uns das natürlich auch gefragt, warum Muslime eigentlich so als homogenes Gebilde dargestellt werden. Denn die muslimische Community in Deutschland, aber eigentlich auch weltweit, ist halt unglaublich vielfältig und kann überhaupt nicht in eine und dieselbe Schublade gesteckt werden. Das Problem ist, dass man auch, also was ein typisches Problem ist und ein typischer Fehler ist, dass man natürlich auch Muslime gleichsetzt mit Ausländer oder Migrant oder Mensch mit Migrationshintergrund. Allgemein werden diese Begriffe sehr durchmischt verwendet und es gibt keine klaren Abgrenzungen oder man achtet nicht so sehr darauf, da diese Begriffe genau zu verwenden. Aber warum jetzt genau das tatsächlich dann so dargestellt wird, ist, glaube ich, die Kernproblematik, die wir angehen müssen und was wir auch versuchen zu bekämpfen, sag ich mal. Aber die Ursache ist natürlich schwierig für uns zu identifizieren. Es wäre natürlich schön, wenn man einfach das Schubladendenken generell abschaffen würde, aber es ist natürlich ein individuelles Problem, was jeder für sich so ein bisschen auch lösen muss. Aber wir werden helfen dabei. Da bin ich ganz sicher, auch mit der Unterstützung von den neuen deutschen Medienmachern, die sich ja eben auch eben das zur Aufgabe gemacht haben, dass sie nämlich die Bilder etc. und auch ein Stück weit die verzerrte Wahrnehmung auch vieler Gruppen ein bisschen ins richtige Licht rückt. Vielleicht kannst du gleich dazu auch nochmal was sagen, Breschkay. Last but not least möchte ich gerne jetzt Ibrahim Kahraman in die Diskussion einbinden. Du bist von den Zahnrädern und ich habe vor einigen Wochen eine Zahnräderkonferenz bei euch besucht und habe einen ganzen Vormittag lang mir eure Projekte angehört und ich war als Integrationsbeauftragte ein bisschen irritiert, weil überhaupt nicht das Wort Integration gefallen ist. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, aber dafür gab es ganz viel Social Entrepreneurship und Pitches und Crowdfunding, also alles Begriffe aus der Unternehmerszene. Wofür steht denn jetzt Zahnräder? Ja, vielen Dank auch für die Einladung nochmals, Jimmy. Ja, Zahnräder, hast du auch richtig mitbekommen. Wir orientieren uns eigentlich, beziehungsweise haben wir den Fokus ganz anders dann ausgelegt, eher da auch den Unternehmertum. Das heißt, eher auch der wirtschaftliche Sektor, der für uns dann interessant ist. Wir möchten junge, engagierte Muslime dazu bewegen, dass sie soziales Unternehmertum dann fortsetzen und bewegen hier in Deutschland. Und hierzu wurde der Verein 2010 gegründet mit einem Defizit, das gar nicht in diesem Bereich bislang investiert wurde oder gar dieses Potenzial ausgeschöpft wurde. Wir können nur mit Projekten, die aus der Community herauskommen, uns dann in die Gesellschaft mit etablieren. Das war das Ziel, wo wir dann auch dann mitgestartet sind. Das heißt, soziale Projekte haben bei uns die Möglichkeit, auf einer professionellen Plattform sich vorzustellen. Das geht von Freitag bis Sonntag. Du hast den Sonntag-Part miterlebt, hoffentlich demnächst noch länger. Ihre Projekte vorzustellen, mit einer Community zusammenzukommen, zu networken, Workshops mitzubekommen, mit Referenten sich auszutauschen und damit einfach einen Zusammenhalt, eine Bündelung der Stärken dann zu generieren. Und diese Projekte werden dann durch uns, durch das Zahnräder-Netzwerk, auch dann durch ein ideelles Mentoring dann mitgefördert. Zudem geben wir denen auch noch einen Preis, mit dem Geld sie dann auch die Projekte weiter fortführen können.
und damit eine aktive Umsetzung in der Gesamtgesellschaft. Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen. Was sind das für Projekte? Kann man das irgendwie in eine bestimmte Kategorie tun? Genau, also Gewinnerprojekte bei uns, sicherlich vielleicht auch die bekannt iSlam, auch die Vertreterin auch von iSlam auch noch mit dabei. HIMA, ein Umweltprojekt, das dann aufmerksam gemacht hat, um Umweltprojekte dann in den Gemeinden umzusetzen. Dieses Jahr Gewinner Begleithilfe.de. Es ist ein blinder Herr gewesen, Projektteilnehmer, der das Defizit erkannt hat, dass in der Republik eigentlich für Blinde keine Begleithilfe vorhanden ist und dadurch eine App generiert hat, um lokal diese Leute dann mit zu unterstützen. Es sind wirklich gesellschaftliche Probleme, die damit dann eine Abhilfe bekommen. Also das sind nicht nur Projekte, die sozusagen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zugutekommen sollen, sondern es gibt gar keine Kriterien, welches Projekt da einreicht, oder? Nein, also momentan haben wir den Fokus direkt auf die muslimische Community gesetzt, weil wir da einfach ein Defizit sehen. Und dadurch generieren sich einfach auch die Problematiken, die aus der Community kommen. Aber wir sind sehr breit gefächert. Das heißt, aus jeder Branche sind dann Projekte bei uns willkommen, die dann sich vorstellen können, der Jury, den ganzen Teilnehmerkreisen und sich dann präsentieren. Okay, vielen Dank erstmal. In der Runde zu meiner rechten Seite Michael Frieser. Du bist der Beauftragte für Demografie und seit 1980 CSU-Mitglied, seit 1978 JU-Mitglied und 2009 hast du das Direktmandat in Nürnberg Süd gewonnen. Wenn du dir die Veränderungen in unserem Land in den letzten Jahren so anschaust, wie findest du, hat sich unser Land verändert, auch mit dem Blick aufs Podium, was du bisher von den Teilnehmerinnen gehört hast? Also, liebe Jimmy, selten in letzter Zeit so charmant auf das eigene Alter hingewiesen worden. Sogar wenn man in das eine oder andere Amt jung hineinkommt, ist man irgendwann mal der Älteste, keine Frage. Jahrgang 64, das ist der Babyboomer-Jahrgang. Also mit Männern meines Alters kann man sich in Deutschland erschlagen, wenn Sie möchten. Das heißt, also vielleicht ist das der Hauptgrund, warum die CDU-CSU-Fraktion der Auffassung war, der macht dann mal besser den demografischen Wandel. Von da an ging es, wie wir alle wissen, bergab. Nein, das ist nicht der Grund, warum ich da bin. Ich freue mich ganz besonders, du hast recht, Nürnberg ist wie wenig Städte wahrscheinlich. Klassische Halbmillionenstadt, industriegeprägte Arbeiterbewegung von früher. Heutzutage sind wir bei ungefähr 36-37% Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Davon die eine Hälfte mit deutschem Pass und die andere Hälfte ohne deutschen Pass. Dabei gehen die eigenen Konfessionen, also mal so die klassischen, es war früher mal eine der protestantischen Hauptstädte, derartig nach unten, dass nur noch 50% eine sogenannte christliche Religion haben und die anderen 50% haben etwas anderes. Das ist der Wandel bei mir direkt vor der Haustür. Und was sich aber wirklich zentral verändert hat, war aus meiner Sichtweise schon die Tatsache, dass man sehen muss, dass wir im Augenblick eine sehr diversifizierte Diskussion haben bei dem Thema Zuwanderung und Probleme, die sich damit auftun, nämlich das eine eher ländlich strukturiert, das andere eher urban. Also wenn man in Städte geht, an einer gewissen Größe, da wird es quirlig, da wird es bunt, da hat man die wenigsten Schwierigkeiten damit. Jetzt sogar bei dem Thema Flüchtlinge und Asyl die wenigsten Schwierigkeiten damit. Interessant ist in Deutschland immer, dort wo man wenig Menschen mit Zuwanderungsgeschichte hat, sind die Vorbehalte größer. Und vielleicht ist es eine Erklärung, die ich jetzt hier schon gehört habe, zu sagen, warum hat man denn so lange in dem Land den Islam als eine homogene Einheit erfasst, der ja tatsächlich so vielgestaltig, das hätten sich christliche Religionsgemeinschaften, die übrigens auch mehr sind, als man denkt, aber gar nicht denken lassen, aber weil er eine bisher zumindest in Deutschland im Erleben nach innen gewandte Religion war. Ich sehe jetzt hier mit Freude, dass es mal Organisationen, Vereine gibt, die nach außen gehen, mal deutlich sagen, jetzt, man versucht sich auch ein gewisses öffentliches Leben zurückzuerobern und den Menschen deutlich zu sagen, was sind denn die eigentlichen Werte, was sind denn die Fragen an Grundwerten, die man damit verbindet. Das macht meines Erachtens deutlich,
dass es sehr viele Unterschiede gibt. Und das, was etwas Heterogenes ist, was aufgeteilt ist, das schafft auch weniger Unbehagen. Also vielleicht ist mir der, Jimmy, wenn du mir erlaubst, noch an das, was Peter Tauber, der sich gerade auf den Weg macht, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank für den Einsatz. Ich wollte es bloß noch etwas weiterführen. Die Tradition dieses Landes mit der Frage von Zuwanderung. Also das klingt immer so ganz gut nach dem Grundgesetz, Kollege Lindholz als Mitglied auch im Innenausschuss. Wir haben damit sehr viel zu tun, die Vertriebenenpolitik in diesem Land. 10 Millionen, die in dieses Land kamen, ja, die waren nicht überall sehr freundlich gesehen damals aus den östlichen Gebieten. Die wurden zwangszugewiesen. Die wurden, jede der deutschen Familien hat im Grunde eine etwas ungute Erinnerung an diese Nachkriegszeit. Auch das. Dann kann man die Welle gehabt der Menschen mit Anwerbeabkommen, das heißt die klassischen Gastarbeiter. Da dachte man, na, irgendwann werden die schon mal wieder gehen. Und jetzt haben wir noch eine Bevölkerung in diesem Land, die nicht unbedingt sehr positiv mit der Frage Zuwanderung und mit der Frage, wer bleibt hier, wie verändert sich das, Veränderungsfeindlichkeit, ist ja ein typisch deutscher Faktor, der zwar nicht im Grundgesetz steht, aber zum Teil auch deutlich gelebt wird. Also aus dieser ganzen emotionalen Diversifikation stammt diese Gefühl. Und da, glaube ich, geht es darum, dass man nach außen geht, dass diese Gesellschaft, dieser Staat ein Gesicht bekommt, dass er unterschiedlich ist. Dass das, ob die Polizei, ob das die Bundeswehr ist, ob das die Behörde, ob das die Kommune ist, da muss ich Gesichter sehen, da muss ich Menschen, die einen fremden Zungenschlag haben, da muss ich Gesichter sehen, bei denen mich wirklich interessiert, wo kommt denn die Familie her, wo ist denn tatsächlich das Spannende in dieser Biografie, die diesem Land dann auch ein gemeinsames, ein unterschiedliches Antlitz gibt. Nur glaube ich, wenn man das auf die Dauer macht und wenn man diese Fröhlichkeit bei der Frage, ich will raus, ich will das, was mich bewegt, auch wirklich erzählen und nicht für sich behält. Da habe ich viele Verbände noch von vielen ethnischen Communities in Deutschland, die sehr für sich bleiben wollen, ziemlicher Closed Shop. Und da, glaube ich, geht es darum, wer nicht auftritt, wer nicht nach außen geht, wer nicht diese Gesellschaft sich zurückerobert, der wird auf die Dauer auch Schwierigkeiten haben. Als ich einem Freund von dieser Veranstaltung erzählt habe, dass ich über das Deutschsein eine Veranstaltung machen will, hat er zu mir gesagt, das ist ja auch irgendwie typisch deutsch, dass die Deutschen über das Deutschsein reden müssen. Das empfinde ich persönlich eigentlich nicht so. Ich habe eher den Eindruck, dass wir über diesen Begriff oder über die deutsche Identität viel zu wenig in unserem Land diskutieren. Und wir merken hier auf dem Podium, auch bei der Begrüßung, dass jeder auch unterschiedliche Begrifflichkeiten nutzt, um vielleicht das gleiche Phänomen zu beschreiben. Deswegen vielleicht auch die Frage an dich, Günther. Wir haben natürlich eine schwierige Geschichte, mit der wir uns identifizieren und auseinandersetzen. Aber was ist der Grund, warum es uns so schwerfällt, einen gesunden Patriotismus hier in diesem Land zu entwickeln? Ist es nur die Geschichte? Also zunächst mal, glaube ich, sind wir nicht ganz allein damit, dass man offenbar sich schwer tut, aber auch sich genötigt sieht, sich selbst zu vergewissern. Also selbst in einem Land, wo man sagen würde, die ruhen sowas von in sich selbst, viel zu sehr vielleicht wie USA, gab es vor Jahren dieses Buch Who Are We vom Huntington, in England wird diskutiert, was heißt eigentlich Britishness und können eigentlich Schotten auch noch dazu oder also wir haben in Spanien Diskussionen, ob da ganze Landesteile sich abspalten wollen, also insofern finde ich das in Deutschland noch relativ unaufgeregt, also so negativ kann es insofern nicht sein, weil wir noch keine richtige Sezessionsbewegung aus Deutschland heraus haben, also das ist schon mal ein Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Staaten Europas jedenfalls. Aber es ist richtig, wir haben uns natürlich mit der Sache auch nicht so richtig beschäftigt. Und ich glaube, das ist jetzt banal und das ist ja angesprochen, das ist natürlich schon zum Großteil die Geschichte, weil wir eine Epoche erlebt haben, nicht nur für die wir uns schämen müssen, sondern vor allem auch, wo man gerade das übersteigert hat. Und das ist natürlich das Zeitalter des Nationalsozialismus. Und wir haben natürlich auch vorher Epochen gehabt, die wiederum dann nicht nur für Deutschland gelten, wo wir auch übersteigerten Nationalismus erlebt haben. Und ich fand es eben ganz gut, Herr Patzelt, wo Sie einmal angesprochen haben, und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, wie wir damit umgehen müssen, dass eben niemand nur eine Identität hat. Nur ich glaube, wichtig ist, und das ist dann wieder das Ziel, wie wir es vermitteln sollten, dass wir nicht natürlich Identitäten nebeneinander nur haben wollen, sondern auch als konzentrische Kreise das Ganze verstehen. Also das ist sozusagen, natürlich, ich komme aus einem Dorf, da wohnt meine Familie seit Generationen, und das finde ich irgendwie toll, dass ich da noch irgendwie noch, obwohl ich viel in Berlin bin, irgendwie noch Teil dieser Dorfgemeinschaft bin, dann gibt es irgendwie das Rheinland, woher ich komme, und dann gibt es Deutschland, dann gibt es Europa. Also das ist, glaube ich, schon unser Anspruch sein muss, dass es verschiedene
Kreise gibt, in denen wir uns bewegen und die uns alle irgendwo nahestehen. Und die Nation sollte eines davon sein. Und ich glaube, das müssen wir wieder entdecken. Nicht, dass die Nation das Maß aller Dinge ist, das wäre nicht meine Idee, sondern dass sie eben einer dieser Kreise, auch ein ganz wichtiger Kreis ist, dass das auf der Ebene viel zu tun hat mit Sprache, Kultur, auch Geschichte. Das ist sicherlich nochmal ein Unterschied zu anderen Ländern. Es ist eben ein Land, wo die Sprache eine gewisse oder eine große Rolle spielt. Wir sind eben kein Land, wo irgendwie 10, 20 Sprachen seit hier gesprochen worden, sondern Deutsch schon dominierend ist. Wir haben auch andere Sprachen, Sorbisch und anderes, aber so 99% ist Deutsch sozusagen die Muttersprache. Von spricht Sprache natürlich, spielt Sprache eine wichtige Rolle bei der Integration. Und wir haben das, glaube ich, erstmal gelernt im Fußball, dass wir uns wieder sozusagen, das schon seit Jahrzehnten, was wie stolz auf das eigene Land empfinden können. Aber das darf auch durchaus weitergehen. Das darf auch im kulturellen Bereich sich fortsetzen. Und das ist auch kein Widerspruch dazu, dass wir natürlich auch die dunklen Seiten der Geschichte damit aufnehmen müssen. Insofern sind wir dabei, glaube ich, ein unverkrampfteres Verhältnis zu bekommen. Und das ist dann immer auch ein Spannungsverhältnis. Das ist auch nichts Starres, unsere Kultur, wie auch Objekt von Stolz sein kann, sondern genau wie unsere Nationalmannschaft ist heute anders zusammengesetzt wie vor 20, 30 Jahren, entwickelt sich auch die Kultur mit denen, die zu uns kommen. Aber natürlich immer Schritt für Schritt. Sozusagen, es geht nicht darum, irgendwas wegzuwischen und jetzt was ganz Neues aufzubauen innerhalb von wenigen Jahren, sondern eine Kultur wird befruchtet durch Einflüsse von außen, aber lebt davon, dass sie erstmal auch in diesen Bestand hineinkommt, diese Einflüsse. Laila, ich würde dich da gerne fragen, also es gibt ja diese Definition von hybriden Identitäten, wovon jetzt sowohl Günther als auch Kollege Martin Patzelt gesprochen hat. Wenn du mit deinen Jugendlichen zusammenarbeitest, was haben die für eine Identität? Wie deutsch sind sie, wie libanesisch oder marokkanisch fühlen die sich? Also bezüglich der Identitäten, das Interessante ist, als wir uns damals zusammengesetzt haben bei Juma in den Gruppen, also ich habe auch als Teilnehmerin dort angefangen, da sind wir eigentlich von so einem Grundkonsens ausgegangen, dass wir über die deutsche Identität, also unsere deutsche Identität nicht weiter diskutieren müssen. Das war klar, darüber reden wir jetzt nicht. Das heißt, wir haben eigentlich von dem Punkt aus angefangen. Diskussion darüber, ob wir uns jetzt mehr libanesisch, türkisch, was auch immer, oder mehr deutsch fühlen, die gab es bei uns nicht so wirklich. Das heißt, wir sind schon mit dem Selbstverständnis und dem Selbstbewusstsein auch an unsere Arbeit, sage ich dann mal, rangegangen, dass wir eben diese deutsche Identität halt haben. Und das stand halt bei uns auch nicht wirklich zur Debatte. Findest du, dass die Art und Weise, wie über Integration oder auch in der Politik über Integration gesprochen wird, dass dieser Diskurs mit der Realität dieser jungen Menschen, stimmt der überein oder gibt es da sozusagen eine Lücke? Der Diskurs über Integration im Allgemeinen, also Integration ist ein ziemlich unbeliebtes Wort bei Juma, weil wir uns natürlich nirgendwohin integrieren müssen, aber dass wir immer wieder quasi damit also konfrontiert werden, mit diesem Begriff und auch mit der Forderung, sich zu integrieren, das ist halt anstrengend für die jungen Muslime, die bei Juma aktiv sind und also mich mit inbegriffen. Wie gesagt, ich habe ja auch als Teilnehmerin dort angefangen. Und dementsprechend ist es für uns schon so, diese Diskussion um die Integration und vor allem Integration von Muslimen, wo man wieder diesen monolithischen Block hat, die sind sehr, sehr langatmig für uns und entsprechend für uns auch überhaupt nicht der Realität. Reshkai, du machst viel im Bereich Demokratie- und Toleranzförderung und unterstützt Menschen, ich sage es jetzt einfach mit Migrationshintergrund, mit MH. aber es ist ja tatsächlich auch die Frage, wenn wir das jetzt mal so auseinandernehmen, weil wir ja jetzt über diese Begriffe auch arbeiten, was können wir denn tun, um die Mehrheitsgesellschaft auch viel stärker in diesen Prozess mit einzubinden? Michael hat es eben auch gesagt, gerade in den Städten, wo sehr wenig Menschen mit Migrationshintergrund leben, sind die Vorbehalte am größten. Tun wir da eigentlich genug, um diesen Prozess, um diesen Wandlungsprozess unserer Gesellschaft allen auch nahe zu bringen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke mal, Hannah Arendt hat es gesagt, Antisemitismus gibt es auch auf dem Mond. Also insofern ist es damit dann auch vielleicht, eigentlich fast schon beendet. Ich würde ganz gerne, bevor ich darauf nochmal komme, auf das, was Laila gesagt hat, auch nochmal zurückgehen.
wenn sie gesagt hat, Integration, das Wort, das wird bei uns nicht so gerne gesehen. Und wir sind jetzt nun ganz unterschiedliche Generationen. Also ich glaube, mein Sohn ist so alt wie Laila, bitte um Verzeihung. Also wir haben ja jetzt schon gehört, dass du erst seit 5 Jahren dabei bist und nicht seit 15. Der ist jedenfalls 25 und der wäre komplett empört, wenn ihm jemand sagen würde, du bist kein Deutscher. Aber wenn ich nach der Definition des Statistischen Bundesamtes gehen würde, und das muss ich ja dann auch, hätte er einen, ich sage nicht MH, also hätte er einen Migrationshintergrund, weil es ist ganz kompliziert. Also als ich in Berlin, West-Berlin geboren wurde, halt keine deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Die habe ich erst später bekommen. Und insofern hat mein Sohn, wo sein Vater ur-nordeuropäisch Hamburger ist, hat er noch einen Migrationshintergrund. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt und da schließt sich dann auch der Kreis. Die Frage ist halt, wie kommen wir rein ein bisschen in die Köpfe? Insofern sind wir, glaube ich, alle hier heute auch dankbar, dann mit Ihnen auch hier auf der einen Seite auf dem Podium, aber auch im Publikum dann einfach nochmal ins Gespräch zu kommen. Weil ich denke, hier sind oft so Begriffe gefallen, die benutzen wir und ich glaube, das geht mir selber auch so, ohne es dann noch zu sehen. Herr Patzel, den ich sehr schätze und auch noch kenne aus seiner Zeit als OB in Frankfurt-Oder, sagt dann einfach, ja, da gibt es dann Deutsche und Migranten. Aber ich weiß, dass das immer nicht böse gemeint, aber letztendlich haben ganz viele dieser Einwanderer eine deutsche Staatsbürgerschaft. Also wir reden da ganz oft über deutsche Staatsbürger. Und ich will jetzt hier auch nicht Wasser in den Wein gießen. Ich weiß, dass hier vieles gut läuft und gerade in den letzten Jahren immer besser läuft auch. Ich freue mich, dass da auch wirklich viel in meinem Land passiert ist. Aber wenn wir zum Beispiel Begriffe haben wie Mehrheitsgesellschaft. Mehrheitsgesellschaft heißt, es gibt irgendwo auch eine Minderheit. Also ja, wer ist die? Wenn wir das haben, wenn wir die Begriffe haben wollen, nennen wir es Mehrheitsbevölkerung. Das ist dann vielleicht noch deutlicher als Gesellschaft. Dann der Begriff, klar, ich arbeite da schon lange in diesen Kontexten, der Kampf gegen Antisemitismus, dann dieses Antiziganismus, Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit. Also ich würde mir wünschen, wenn alle, die in 180, und das ist eine beeindruckende Zahl, die hier heute sind, wenn die einfach diesen Begriff Fremdenfeindlichkeit so nicht mehr benutzen würden. Und das ist auch mein Wunsch an die Politik, weil Fremde, da reden wir von mir, von Dominik, von Laila, von Herrn Karaman, von dir. Wir sind keine Fremden. Also wir sind damit gemeint, wenn es heißt bei Pegida Fremde. Das sind nicht irgendwie die 10 Flüchtlinge, die in dem Dorf dann angekommen sind, sondern Fremde bedeutet immer noch leider Gottes eben nicht nordeuropäisch aussehen und keinen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, deutschen Vor- und Zunamen zu haben. Also insofern und um in die Köpfe, ich bin jetzt immer so ein bisschen, das ist immer so die Emotionalität, die man dann vielleicht mit MH dann oder mit Migrationshintergrund dann auch noch mehr hat. Aber um das nochmal zu beantworten. Ist auch so ein Klischee, ne? Ja, aber ein bisschen, ja klar, aber einiges stimmen ja. Dominik hat die deutsche Pünktlichkeit benannt und jetzt nehme ich einfach mal dann dieses Emotionale. Aber um auf die Köpfe zuzukommen, ich glaube, ganz banal ist es die Begegnung. Und ich habe es erlebt, wie gesagt, ich war letzte Woche in Mönchengladbach bei einer Veranstaltung von der Bundeszentrale und da hatten wir so World Cafés. Und da ging es eben auch um deutsche Identitäten. Da waren Sie, ich sehe, die Hand ist, genau, Sie sind aber würdig vertreten worden. Und da war dann ein Kollege, das war jemand aus Mönchengladbach, der super interessiert war, sehr freundlich, sehr zugewandt, aber der dann plötzlich halt anfing und sagte, die Flüchtlinge, ja, und die Fremden. Und dann habe ich gesagt, naja, dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann war er irgendwie ein bisschen besorgt, dass er mich verletzt hat vielleicht. Ich kann mich dann auch wehren und wir waren dann an der Kaffee hinterher und dann kam er auf mich zu und wollte dann nochmal sagen, ich meinte nicht Sie. Ich meinte die anderen. Und dann meinte ich, aber wer sind denn die anderen? Und ich glaube, das macht es relativ einfach zu sagen, wenn ich dem begegne, er konnte mir dann natürlich, ich wollte ihn jetzt auch nicht so in die Ecke treiben, weil er immer meinte, er kam dann aber dazu, er meinte die aus Nigeria, wo ich dann gedacht habe, okay, vielleicht gibt es jetzt in Mönchengladbach, keine Ahnung, ganz viele aus Nigeria, aber das ist, glaube ich, der ganz banale Punkt. Wir müssen gucken, dass wir
Begegnung auf der einen Seite, aber auch eine Form von Sensibilität im Auftreten und in der Sprache. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und da können Sie, die jetzt hier sind, ohne Migrationshintergrund, vielleicht noch viel mehr tun für diesen Punkt, als wir es tun können. Das war jetzt ein bisschen lang. Ich würde die Frage gerne auch an dich, Michael, weitergeben, auch aus deiner Perspektive nochmal. Also wie können wir Gesellschaft insgesamt, ich traue mich ja schon gar nicht mehr Mehrheitsgesellschaft zu sagen, mitnehmen bei diesem Prozess? Ja, das ist natürlich... Wir Deutschen neigen immer zu 180-Grad-Wendungen. Wenn man sich dann mal mit einer Frage beschäftigt hat, dann hat man immer sofort Angst, oh, den Begriff darfst du aber um Gottes Willen nicht mehr verwenden. Also es ist doch klar, Integration betrifft natürlich nur den, bei dem ich, der selber von sich aus das Gefühl hat, ihm fehlen bestimmte Instrumente, um voll berechtigt an dieser Gesellschaft teilzunehmen. Das hat erst einmal gar nichts mit der Herkunft zu tun. Das hat erst einmal eigentlich noch nicht mal was mit der Tatsache, ist er deutscher Staatsbürger oder ist er nicht deutscher Staatsbürger zu tun. Sondern es hat erst mal was mit der Tatsache zu tun, was kann ich, wie kann ich behilflich sein, dass jemand an der Gesellschaft voll teilhabeberechtigt ist. Da ist natürlich die CDU ein guter Platz dafür, keine Frage. Also das hat nämlich erst auch mal gar nichts, das wollte ich dem Herrn Generalsekretär eigentlich noch mit auf den Weg geben, zu sagen, gar nichts mit der Frage christlich im religiösen Sinne zu tun, sondern, und darauf will ich hinaus, sondern die Frage, es gibt einen Wertekanon, nämlich ein Welt- und Menschenbild, das uns einigen sollte und das übrigens manchmal bei den Nordvölkern sogar etwas diversifizierter ist als im Hinblick auf Südeuropa. Also die entscheidende Frage für mich ist, nicht zu viel Schere im Kopf bei den Begriffen. Das hält die Menschen manchmal sogar etwas davon ab, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Lage sein müssen, auf die Leute zuzugehen, wenn sie, und jetzt kommt gleich wieder wahrscheinlich ein Tadel, der da ihresgleichen. Ich halte es schon für wichtig. Der Tadel, der ist jetzt auch berechtigt. Ich halte es schon für wichtig. Glauben Sie mir, vor allem im Hinblick, jetzt kommt der Demografiebeauftragte durch, beim Thema Arbeitsmarkt. Es ist nun mal eine Wahrheit, dass junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu einem Großteil noch Schwierigkeiten bei der Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Ich bin keiner, der predigt, um Gottes Willen, bleibt ethnisch, was den Arbeitsmarkt betrifft, gern beieinander, sondern dort eine Hilfestellung zu leisten, sich der Brückenbildung zu bedienen, dass Menschen, die hier übrigens mit unglaublich beeindruckenden auch Unternehmenslebensläufen, mit unglaublichem Geschick sich hier auch Existenzen aufzubauen, deutlich zu machen, dass das Deutschland auch in seiner Wirkung nach außen nutzen kann. Das ist etwas, was wir arbeitspolitisch, demografiepolitisch, was wir aber auch mit unserer Bedeutung und unserer Rezeption von außen durchaus machen sollen, sodass ein gewisses Gefühl der Mehrheitsbevölkerung entsteht. Autochton klingt so seltsam, aber ein Gefühl besteht zu sagen, man kann auch auf die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, auf die muss man sogar stolz sein, weil sie diesem Land zu dem verhelfen, was sie sind. Deutschland geht es doch nicht deshalb so gut, weil nur die Mehrheitsbevölkerung, die Menschen, die tatsächlich auch eine deutschstämmige Geschichte haben zu diesem, ich sag mal, zu diesem Wachstum, zu dieser Bedeutung, die wir uns ja nicht ausgesucht haben in der Welt, auch nicht in Europa, beigetragen haben, sondern weil sehr viele mit Migrationshintergrund ihren Beitrag dazu geleistet haben. Und das deutlich zu machen, scheint mir wichtig zu sein, dass die Menschen in diesem Land, vollkommen egal, wo sie herkommen, aber etwas Deutsch auf die Vielgestaltigkeit, Vielstimmigkeit, auf das derzeitige, auf die derzeitige Zusammensetzung haben. Das scheint mir ein Ansatzpunkt zu sein. Ich kann es kurz machen, ich werde es, glaube ich, ergänzen oder eigentlich, es geht in die ähnliche Richtung. Ich glaube, ich finde es ordentlich und gut, wenn Sie Ihr Unbehagen mit bestimmten Begriffen artikulieren. Umgekehrt, glaube ich, müssen wir genau aufpassen, dass wir nicht dann selbst zu so große Angst haben, mit Begriffen zu hantieren. Vor Jahren beispielsweise, ich habe immer viel Kontakt zu unseren niederländischen Christdemokraten, soweit sie noch gibt da in Holland, die mir mal erzählt haben, als wir noch von Ausländern sprachen und solche Begrifflichkeiten, die wir heute gerne mal verwenden, wir nennen das Autochton, Allochton.
Ja, toll. Tolle Begrifflichkeit, nicht diskriminierend. Vor 2 Jahren traf ich die Kollegen nochmal, nee, das darf man jetzt in Holland nicht mehr sagen. Das gilt jetzt als irgendwie auch political incorrect. Also da übertreiben wir es irgendwo, finde ich. Und ich fand es ebenso erfrischend und deshalb bin ich einfach für mehr Fröhlichkeit, auch mal, wenn man mal knapp daneben tappt mit dem Begriff, als du von den Gastarbeitern gesprochen hast, die, das hätten wir uns jetzt gar nicht getraut natürlich, aber das finde ich irgendwie, das gehört dazu, dass man auch mal Ironie, Fröhlichkeit bringt, dass der Begriff nicht hundertprozentig passt. Und dann muss man umgekehrt auch sagen, jetzt geht es aber zu weit, jetzt fühlen wir uns irgendwie verletzt, das finde ich auch schon richtig, aber ein bisschen mehr Unbekümmertheit in der Debatte wäre vielleicht manchmal ganz gut, wenn wir das Richtige im Ergebnis dann jedenfalls dabei rauskriegen. Also ich kann dem nur zustimmen, Unbekümmertheit ist immer gut, aber genauso wie Sie jetzt Ihre Geschichte haben und auf dem Buckel haben, habe ich sie halt auch. Ich bin 63er Jahrgang und dann fällt es einem immer schwer und manchmal ist dann Sprache schon, klar, also ich passe auch, ich sage auch Biodeutsch oder irgendwas, aber manchmal ist dann eben, kann auch Sprache der erste Schritt auch sein. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, ob wir hier alle politisch korrekt sein wollen. Und ich wollte ganz kurz zu Ihnen, Herr Frieser, erstmal super, dass Sie das hier, also wirklich in so kurzer Zeit, Sie sind jetzt hier, das ist ganz, ganz toll. Ja, nein, weil ich habe hier nämlich ein Glossar und das ist jedem, wir haben davon nur 5 Stück, also der Herr Krings kriegt noch eins und der Herr Patzelt. Und das habe ich ihm gegeben und da ist ein anderer Begriff mit drin und den hat er jetzt immer benutzt. Also ich habe das selten erlebt, also wie gesagt, da Lob, Dank und Anerkennung, dass der, genau, also vielleicht finde ich ja noch einen besseren, was glauben Sie? Genau. Passen Sie mal auf. Aber nur ganz kurz, ich glaube jetzt noch mal ernsthaft zurück, ich wollte nur eine ganz kurze Ergänzung machen. Wenn Sie sagen, es ist allgemein bekannt, dass Familien aus Einwanderungsfamilien dann eben auch teilweise Schwierigkeiten haben im Beruf oder irgendwas, aber ich glaube, und das wäre noch was, was wir vielleicht dann auch aus dieser Veranstaltung rausgehen sollten, es ist, glaube ich, dann oftmals eine Frage der sozialen Herkunft. Und es ist nicht eine Frage der ethnischen Herkunft, es ist die Frage der sozialen Herkunft, ja? wo ich der Bildungsferne und der Bildungsnähe, aber eben nicht der ethnischen Herkunft Zugang. Und ich glaube, das, was Sie geschildert haben, gilt vielleicht auch für dann Mehrheitsbevölkerungs, die aber nicht so Bildung, dass die dann eben auch nicht unbedingt so einen leichten Zugang haben zu einer Lehrstelle oder sonst irgendwas. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Bevor wir das Podium sozusagen unseren Gästen auch öffnen, würde ich gerne noch die 2 letzten Fragen an Ibrahim und Dominik stellen. Also wir nähern uns oder versuchen uns langsam der Frage zu nähern, wie wir das selbstverständlich her schaffen können, dass jemand schwarz und deutsch ist, auch im Diskurs, in der Darstellung und auch in der Wahrnehmung. Deswegen auch nochmal die Frage an dich. Du hast am Anfang gesagt, die Bundeswehr ist ein gutes Beispiel, wo es gut funktioniert, auch mit dieser Diversität. Hast du noch mehr Ideen, die du uns mitgeben kannst? Ja, ich habe natürlich viele Vorstellungen, wie man die Bundeswehr auf die Gesellschaft anpassen könnte. Die äußere ich jetzt hier aber besser nicht. Ich finde das sehr wichtig, wie kann man als Deutscher auch schwarz sein oder wie als schwarzer Deutscher ist man, selbstverständlich, so wie ich das auch bin. Bei mir muss man, ich höre es immer wieder, bei mir sieht man das nicht mehr so sehr, mein Vater ist Afrikaner und so habe ich dann irgendwann auch im Münsterland, als es noch nicht so gang und gäbe war, dass es einen hohen Anteil an Migranten gab, sehr schnell gelernt, dass, tut mir leid, dass ich das Wort benutzen muss, das Wort Neger mich meint und auf eine negative Art und Weise. So, und da sind wir zum Beispiel bei Begrifflichkeiten. Und da gibt es viele bayerische Kameraden in der Bundeswehr, die mir sagen, oh, das habe ich schon immer gesagt. Und da sage ich, ja, und das kann man zum Beispiel in der Bundeswehr tun. Ja, das mag ja sein. Und da gibt es auch kulturelle und historische Begründungen und auch phonetisch, was auch immer. Der Punkt ist einfach, es verletzt mich. Und damit ist die Diskussion unter Kameraden beendet. Und das würde ich mir zum Beispiel auch für unseren gesamtgesellschaftlichen Diskurs wünschen. Der Punkt ist eigentlich nicht so sehr, dass es nicht in Ordnung ist, auch mal ein bisschen flapsig zu sein oder ein bisschen relaxed und auch mal Spaß zu haben und über sich selbst lachen zu können. Aber der Punkt ist einfach, in dem Moment, in dem große Bevölkerungsgruppen einfach innerlich zusammenzucken, wenn sie irgendwas hören, aus meinem Mund, insbesondere von Volksvertretern, dann habe ich was verloren in dem Moment. Und deshalb bin ich eigentlich ein Freund, ich bin jetzt auch nicht ein Freund von Zensurbibeln, aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man darauf achtet, dass man auch darüber nachdenkt, dass ein Großteil dieser Bevölkerung im deutlich 2-stelligen Prozentbereich eine Zuwanderungsgeschichte hat und vielleicht nicht mehr über die gleichen Geschichten lachen kann, wie es bisher so war. Und die muss man mitnehmen, nicht nur aus ökonomischen Gesichtspunkten, auch aus sozialen. Was die Bundeswehr angeht und das Deutschsein, ich finde, für mich hat das sehr viel gebracht, dass ich weiß, dass ich deutsch bin. Ich würde es aber nicht jedem empfehlen wollen.
Also das wäre ein krasser Schritt, nur um seine eigene Identität zu identifizieren, sich zum Soldaten machen zu lassen. Da gehören auch viele Dinge zu, die nicht unbedingt immer positiv sein müssen. Auslandseinsätze gehören definitiv dazu. Für mich hat es was gebracht, mir hat es was gebracht. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Ich hatte eben diese Erfahrung mit der Grundschule und darüber hinaus und dass Leute hinter mir gegangen sind. Also da war ich 6 Jahre alt an der Hand meiner Patentante und der hat dann gesungen, du kleines Türkenschwein, das Messer stecke ich in dich rein. Und das sind halt alles so Erlebnisse, wo man dann halt vielleicht eine höhere Sensibilität irgendwann entwickelt und dann auch ein bisschen übersensibel vielleicht auch in den Augen der anderen reagieren mag. Und davon wegzukommen und ein Stück weit Selbstbewusstsein zu entwickeln, das Selbstbewusstsein auch mal einen Scherz drüber zu machen, das ist tatsächlich bei mir erst in der Bundeswehr gekommen. Und was man da erlebt, ist halt, was Uniform bringt. Also viele, gerade Deutsche, mögen das nicht mehr so gerne hören seit 45, aber tatsächlich, wenn man alle sozialen, wirtschaftlichen Hintergründe wegschmeißt und jedem das Gleiche anzieht und sie in einen Raum stellt und denen sagt, ihr habt jetzt einen Auftrag und dann stellt man am besten noch einen übel gelaunten Feldwebel daneben, dann passiert tatsächlich das Wunder, dass unterschiedlichste soziale Schichten, aber auch unterschiedliche Herkünfte, ethnischer Natur, was auch immer, dass die plötzlich zueinander finden, gezwungenermaßen. Also da können auch vorher unfassbare Antipathien geherrscht haben, wenn man zusammen durch den Regen laufen muss mit einem dicken Kameraden auf dem Rücken, der gerettet werden will, oder man muss durch den Schlamm und wird angeschrien und man macht das halt als Gruppe. Und da stellt sich dann heraus, oh Wunder, egal wo man herkommt, egal welche Erfahrungen man gemacht hat, wenn man aufeinander angewiesen ist, dann kann es funktionieren, egal wer man ist. Und das ist etwas, was die Bundeswehr mich gelehrt hat und sicherlich auch die Gesellschaft lehren kann. Aber ich würde das jetzt nicht so weit führen, das jetzt verpflichtend für jeden zu machen. Die Wehrpflicht haben wir auch gerade aus gutem Grunde ausgesetzt. Insofern. Aber ich denke, das ist ein Beispiel, wo die Bundeswehr genau das machen kann, nämlich ein Symbol geben. Ja, also eine ähnliche Erfahrungskurve machen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Zahnräder. Da tun sich auch junge Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft zusammen, um gemeinsam an bestimmten Ideen und Projekten auch zu arbeiten. Ich würde dich aber auch gerne als jemand befragen, Ibrahim, der im Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie arbeitet. Auch da vielleicht die Frage, wenn wir uns die politische Diskussion angucken, ist die Wirtschaft im Bereich Diversität weiter? Ist es da normaler, sage ich jetzt mal, unterschiedliche Haut- und Haarfarbe zu sein? Was können wir sozusagen davon auch in die Gesellschaft übertragen? Ja gut, also die Wirtschaft muss ja durch die globale Aktivität da eigentlich schon gewappnet sein, auch Diversität dann aufzunehmen. Das ist bedingt halt, dass das viele Unternehmen direkt ihre Sitze ins Ausland verlegen und dann automatisch mit verschiedenen Kulturen und auch mit verschiedenen Mitarbeitern zusammenarbeiten müssten, die entweder hier reinholen oder man geht in dieses Land. Und da kann ich eigentlich auch direkt an Dominik anknüpfen. Wenn man halt im selben Boot sitzt, auch wirtschaftlich, auch unternehmerisch, dann hält man da auch schon dann zusammen. Aber klar gibt es da auch dann Schwierigkeiten, was die Kommunikationsbarriere, was die kulturelle Barriere dann angeht. Die muss erst dann wieder entsprechend dann runtergeschraubt werden. Man muss gegenseitig voneinander dann lernen, bis man dann auch dann einen Konsens findet und auch dann gemeinsam zusammenarbeiten kann. Letztendlich ist es schwierig, auch gewisse Führungspositionen auch in der Wirtschaft auch so auf Anhieb dann zu erwerben. Da gibt es, denke ich, immer noch Schwierigkeiten, auch Potenzial nach oben, dass man da Leuten mehr Verantwortung geben muss, um das Potenzial komplett auszuschöpfen. Und das ist eigentlich so das Ziel, was wir auch bei Zahnräder versuchen, Leute auch dann zu motivieren, auch ihre eigenen Projekte auch dann voranzutreiben und mit solchen sozialunternehmerischen Tätigkeiten einfach auch in der positiven wirtschaftlichen Aktivität mitgestalterisch zu wirken. Und ich denke, daraus können wir einiges kopieren, auch was die wirtschaftliche Seite angeht, auch was die kulturelle Seite angeht. Vielen Dank. Jetzt können Sie natürlich auch sehr gerne Fragen an unsere Expertinnen und Experten hier auf dem Podium stellen. Ich würde Sie bitten, die Karteikarten, die Sie alle fleißig ausgefüllt haben, einmal nach von mir aus gesehen rechts sozusagen in der Reihe weiterzugeben. Die werden gleich von meinem Team auch eingesammelt. Und ja, jetzt würde ich sagen, feuerfrei. Stimmt's, Dominik? Nein. Bitteschön. Ja. Vielleicht stellen Sie sich einfach, so wie Sie sich melden, an die Mikrofone, da in der Mitte. Genau. Ja, gehen Sie ruhig. Die Fragen stellen wollen. Guten Tag, mein Name ist Mansur Wujud.
Und ich habe generell ein Problem mit Integration. Diejenigen, die sich integrieren und diejenigen, die nach Deutschland kommen, wo fängt die Integration an? Es fängt bei der Aufnahmestelle, bei dem Asylantrag. Ich war neulich die letzte Zeit intensiv da gewesen. Ich habe gesehen, wie die Leute da behandelt werden. Wie die Leute von dem Security bis zum Beamten, wie die schikaniert werden. Und diese Leute, die erst hier nach Deutschland kommen, Neulinge sind, die empfinden eine Nicht-Zuneigung vor Deutschland. Die werden Deutschland anderes aufnehmen. Ein Beispiel. Eine Syrer, der hatte seinen Ausweis verloren und er wollte reingehen in dem Gebäude. Die Security, die haben ihn so fertig gemacht, dass er beinahe sich angezündet hat. Ich bin da hingegangen, habe ich mit dem Security gesprochen, dann habe ich gesagt, bringen Sie doch eine Beamte da vorne, eine Angestellte, dass er auch sein. 2 Stunden ist nichts passiert. Das war ein Fall. Und ich habe einen anderen Fall, den ich seit 9 Jahren begleite. Ein Pakistaner, ein Ingenieur, der bei Siemens in Pakistan gearbeitet hat. So, seit 9 Jahren hat er in Potsdam Asyl beantragt. Er ist arbeitswillig, weil sie gesagt haben, dass die meistens die ausländische Herkunft haben, Probleme haben, mit dem Arbeit zu finden, Herr Friese. Da haben Sie so gesagt, dass es Probleme ist, Arbeit zu finden oder arbeitswillig zu sein. Es ist ja so, dass dieser Mensch seit 9 Jahren in Deutschland, Deutsch hat er gelernt. Siemens wollte ihn anstellen. Vielleicht Ihre Frage stellen. Ja, meine Frage ist ja so, dass ich will in diese Sache reingehen. Aber bis jetzt hat er nicht geklappt, weil ein einziger Richter in Potsdam sein Schicksal blockiert, dass er in der Gesellschaft nicht teilnehmen kann. Gut. Er arbeitet als Verleger. Er arbeitet als Verleger, aber hatte keine Aufenthaltsrecht. Okay. Was für eine Integration wollen wir betreiben, wenn die Beamten in ihrem Zimmer die Leute nicht so behandeln, wie es behandelt werden sollen? Da scheitert das. Vielen Dank für die Frage. Wir machen da weiter. Ist an? Ja. Hallo erstmal. Meine Frage resultiert primär aus meinen persönlichen Lebenserfahrungen. Ich heiße Aykan Eritepe, bin Deutsch-Türke und habe jahrelang auch Leistungsfußball gespielt, war in Deutschland also sehr viel unterwegs, habe auch an Lehrgängen teilgenommen für die deutsche Jugendnationalmannschaft. Da wurde ich als Deutscher wahrgenommen. Wenn ich Auswärtsspiele hatte in Dresden, Halle oder in Leipzig, war ich nicht der Deutsche, sondern da war ich was anderes. Die Wörter will ich jetzt nicht benutzen. Und auch während meiner akademischen Laufbahn habe ich einige Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel habe ich an der Uni Erlangen in Nürnberg, in Nürnberg habe ich gelebt. Und ich will auch direkt zu meiner Frage kommen. Also das wurde bisher noch nicht so angeschnitten, das Thema. Ob Erfolg, wirtschaftlicher Erfolg, Unabhängigkeit auch zum Deutschsein gehört, weil meine Erfahrung war zum Beispiel in Nürnberg, wenn ich da mit Freunden mich getroffen habe, dass da viel mehr auch, also richtige Bio-Deutsche, wie die Dame vorher gesagt hat, also auch in den Gruppen mit dabei waren, dass die Gruppen viel durchmischter waren, dass die Familien, wenn ich beim Freund war, der Türke ist, mit seiner Familie, hat er sich viel öfter auch mit anderen Nationen, insbesondere auch mit deutschen Familien getroffen, was zum Beispiel hier in Berlin nicht so der Fall ist. Ob es vielleicht eventuell auch damit zu tun haben könnte, der Erfolg, der wirtschaftliche Erfolg, ob das auch zum Deutschsein gehört, zum Beispiel ein Mesut Özil, wird ja auch als Deutscher genannt, ob er auch als Deutscher wahrgenommen würde, wenn er einfach in Gelsenkirchen weiter dahin leben würde. Also der Erfolg an sich, der wirtschaftliche Erfolg, die wirtschaftliche Unabhängigkeit, das wäre meine Frage. Okay, vielen Dank. Wir nehmen jetzt noch die beiden Fragen. Ja, die Dame und dann der Herr da hinten. Mein Name ist Jacqueline Khachadourian. Ich bin stellvertretende
Mein Name ist Jacqueline Khachadourian, ich bin stellvertretende Vorsitzende des Integrationsrates Köln. Was sich mir nicht erschließt an dem Konzept, wenn ich das so sagen darf, Neudeutsch, Neudeutsch sein, ist die rechtliche Note. Das heißt, inwieweit sieht man das abstrakt von der Staatsangehörigkeit oder ist dann doch zum Neudeutsch sein die Staatsangehörigkeit Voraussetzung und welche rechtlichen Folgen sind langfristig angepeilt? Das würde mich interessieren. Danke. Okay, vielen Dank. Nehmen wir noch die letzte Frage da hinten. Also wir hatten uns ja gefragt, wie wir dieses Problem lösen können. Und aus meiner Sicht ist die Antwort das Wort Patriotismus. Das Problem ist, dass sich viele Menschen so wenig mit unserer Tradition und Historie, ich meine da jetzt vor allem die vermeintlichen Bio-Deutschen, Anführungszeichen, identifizieren, dass sie Deutschsein auf Aussehen und Namen begrenzen. Aus meiner Sicht denke ich, dass uns alle ein gesunder Schluck Patriotismus, also dass wir uns mit unserer Tradition und Historie unseres schönen Landes identifizieren, uns guttun würden, eine gemeinsame Einheit als Gesellschaft zu finden. Meine Frage dazu ist, wie könnte ein politischer Anstoß dafür aussehen? Dankeschön. Also die erste Frage zu den Flüchtlingen, Günther, würde ich gerne an dich weitergeben. Wie können wir das schaffen, eine bessere Willkommenskultur in unserem Land zu etablieren, dass die Menschen, die vor Not fliehen, hier besser aufgehoben werden? Also das Stichwort Integration ist ja Ausgangswort gewesen, ist ja eben auch schon mal ein bisschen angegriffen worden. Erstmal würde ich auch dafür das Wort durch eine Lanze brechen wollen. Man muss nur richtig verstehen. Integration heißt nicht, dass man nur was fordert und wir Defizite feststellen, aber wir müssen irgendwie dem Kind auch einen Namen geben, worüber wir sprechen. Also wir können ja schlecht irgendwie 5 Worte brauchen, um deine Funktion der Fraktion irgendwie zu definieren. Also ich würde einfach auch dafür werben, dass man eben pragmatisch, man nicht damit Worte wie Neger damit rechtfertigen wollte, sondern dass wir bestimmte Begriffe wie Integration natürlich mit Fragezeichen versehen, zu Recht, und auch sagen, was heißt das? Gibt es nicht auch viele Urdeutsche, sage ich mal, die Integrationsbedarf haben? Ja, auf jeden Fall. Also Integration ist auch nicht nur auf diejenigen, die zu uns kommen, beschränkt, aber es ist eben eine Chiffre oder eine gute kurze Überschrift zu dem, worum es da an der Stelle geht. Ich glaube, dann weiß man ungefähr Bescheid, kann trotzdem auch den Begriff nochmal kritisch hinterfragen. Wovon ist es auch, glaube ich, nochmal wichtig festzuhalten, die Prämisse stimmt ja nicht so ganz, dass sozusagen der einzige Weg nach Deutschland das Asylverfahren ist. An sich der schieren Zahl von Bewerbern könnte man das manchmal denken, aber viele haben ja auch ganz anderen Einstieg eben als Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt und ähnliches. Aber ein Weg ist eben Asylverfahren. Und da ist natürlich schon so, dass natürlich angesichts der schieren Zahl von Asylbewerbern das Ganze eine große Herausforderung auch ist für die Beamten ist. Und da würde ich einfach auch mal die andere Perspektive sehen wollen. Ich kann den einzelnen Fall nicht beurteilen, den Sie genannt haben. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass da einiges schiefgelaufen ist oder dass da Menschen nicht vernünftig behandelt werden. Aber es fängt schon bei der Bundespolizei an, wenn die Leute an die Grenze oder über die Grenze kommen, da müssen dann in Rosenheim bei der Bundespolizeidienststelle werden dann hunderte von Leuten kommen dort jeden Tag an, die müssen irgendwo dann weitergeleitet werden. Also es ist auch wirklich für die entsprechenden Beamtinnen und Beamten eine große Herausforderung, oft nicht so einfach. Und es ist keine Entschuldigung für schlechtes Benehmen, aber es ist jedenfalls mal eine gewisse Erklärung, dass mit dem Amtssturm auch oft nicht gut zurechtkommt. Und das ist, glaube ich, auch schon der erste Punkt. Es geht gar nicht so sehr um Gesetze, die sind in Deutschland, glaube ich, viel besser als ihr Ruf ist, sondern darum, wie Menschen auch menschlich behandelt werden. Dass man selbst, wenn übrigens vielleicht nachher am Ende klar ist, dass jemand kein Asyl bekommt, dass man trotzdem ihn nicht irgendwie persönlich diffamiert oder ihn damit auch moralisch irgendwie ins falsches Licht setzt, sondern ihn auch dann anständig von Anfang bis Ende freundlich, vernünftig behandelt. Aber natürlich gehört auch dazu, zu einem Rechtsstaat, dass es Gesetze gibt, die auch einen Tatbestand haben, Voraussetzungen haben. Und es sind dann auch, gerade beim Asyl sehen wir das, wenn es um Zuwanderung geht, aus Zuwanderungswillige, gerade aus dem Westbalkan, die allermeisten von denen werden unser Land wieder als Asylbewerber jedenfalls verlassen müssen. Manche werden vielleicht auf anderem Wege zurückkommen können. Das ist dann noch nicht unfreundlich und das ist sozusagen nicht menschenverachtend, sondern das ist einfach der Rechtsstaat. Aber man kann bei diesen Verfahrensschritten und muss eben dabei darauf achten, dass wir eben menschlich mit diesen Menschen umgehen. Und das ist vielleicht manchmal noch ein Defizit, hat auch mit Ressourceneinsatz zu tun. Wenn man ein ganz banales Beispiel nennen, wir haben jetzt in großen Kraftanstrengungen zusammen mit den Haushaltspolitikern hier im Bundestag es hinbekommen, dass wir praktisch jedem Haushalt der letzten Jahre hunderte von neuen Mitarbeitern beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingestellt haben auf Bundesebene. Nur, das ist ja nur ein Teil des Prozesses. Danach geht es weiter bei den Ausländerämtern der Stadt oder der Städte und Kreise. Da gibt es praktisch keinen Personalaufwuchs. Wie das funktionieren soll, habe ich bis heute nicht verstanden. Also wenn man nicht bereit ist, auch dort kommunal auch Leute einzustellen, kann man auch nicht erreichen, dass man zumindest ein Minimum an Zeit für jeden aufwenden kann. Also da ist sicherlich noch einiges zu tun im praktischen Vollzug, gar nicht so sehr an der Gesetzgebung.
Haben die neuen Deutschen jetzt irgendwelche rechtlichen Konsequenzen oder vielleicht andersrum gefragt, was sind eigentlich eure Wünsche, wie soll das weitergehen? Das ist ja so ein bisschen die Frage in die Richtung. Mhm. Nee, also vielen Dank. Und ich würde mir auch einfach mal erlauben, einfach weil ich mal beim Berliner Fußballverband gearbeitet habe, einfach auch nochmal die Özil-Frage, wenn ich darf. Ich wollte die jetzt nicht außen vor lassen. Das war der Kollege, der dann gesagt hat, bedeutet Deutsch sein, hat das auch was mit Erfolg zu tun und gehört das auch zum Deutschsein? Also ich glaube ganz ehrlich, also wenn jetzt Özil, sagen wir mal, in Gelsenkirchen irgendwie weitergeblieben wäre, wäre er natürlich, hätte er nicht, ich weiß nicht, wie viele Facebook-Follower, klar, das ist natürlich aber selbstverständlich, es hat aber nichts mit der ethnischen Herkunft zu tun. Aber das Interessante ist ja auch da, dass zum Beispiel Özil sich jetzt gerade in das Sportbild mal beschwert hat darüber, dass er, bitte um Verzeihung, lieber Staatssekretär, ich komme wieder drauf, dass Özil gesagt hat, alle in der Mannschaft sind Deutsche, also ob es jetzt Khedira ist, ob es Podolski, Klose ist, ich bin der Einzige, der immer als Deutsch-Türk in den Medien bezeichnet wird. Und ich denke, dass es dann vielleicht, er meinte, na gut, bei Khedira, was war der, ich glaube Marokkaner, da sagt Tunesier, sagt keiner Deutsch-Tunesier, ja, oder sagt keiner Deutsch-Pole. Es war ein großes Interview in der Sportbild, wo ich dachte, ich hatte an den Aspekt auch nie gedacht, aber da sieht man manchmal, wie es dann auch doch haken kann. Also insofern denke ich schon, dass das, was ich eingangs gesagt habe, mit der sozialen Herkunft, dass das natürlich und soziale Herkunft und Bildung hat natürlich dann auch was mit Erfolg zu tun, so viel. Und zu der Kollegin aus Köln, dass Sie gefragt haben, Sie hätten da den neuen Deutschen, inwieweit das auch dann eine staatsbürgerrechtliche Frage ist. Ich habe es versucht eingangs zu sagen auch, es ist eine Frage der Haltung und insofern ist es eben auch keine Frage. Also könnte auch, würden wir liebend gern den Herrn Frieser, den Herrn Krings, die Frau Lindholz, die sind dann für uns dann eben auch neue Deutsche, wenn sie dann eben die Haltung haben. Wie es bei uns weitergeht, ich kann alle eigentlich nur einladen. Wir hatten sehr viel Erfolg, das freut uns mit dem Kongress und werden viel eingeladen im Augenblick und sind eben auch dabei, uns ein bisschen zu professionalisieren. Das ist so der Weg. Und dann haben wir so eine Steuerungsgruppe eingerichtet, das Deutsche Soldat, Juma, aber auch die Initiative Schwarzer Deutscher macht da mit und wir gucken einfach, wie wir das und insofern jeder, der da mitmachen möchte, kann auf unsere Homepage gehen, sich anmelden und kriegt Informationen dazu. Ja, ich mache Patriotismus. Ich finde Patriotismus extrem wichtig. Nur, es ist nun mal ein gegebener Fakt, und das sage sogar ich als deutscher Soldat, der auch in Afghanistan schon auf afghanischem Boden stand, Patriotismus ist in diesem Land einfach schwierig. Und es ist nun mal so, und man kann sich darüber aufregen, das habe ich in meinen jüngeren Jahren auch getan, irgendwann kommt man aber zu der Feststellung, es ist so. Und es hat irgendwo eine gewisse Berechtigung, denn aggressiv vorgetragener Patriotismus wird immer gleich als Nationalismus verstanden und dann driften wir sehr schnell ab. Ich komme gerade zurück von einer Amerika-Reise und die hat mir eindrücklich nochmal vor Augen geführt, dass die USA ein Kontinent fast sind. Also sie sind auf einem Kontinent und sie nehmen die größte Fläche dieses Kontinents ein und man kann 6 Stunden über dieses Land fliegen und ist immer noch in den USA. Und es ist unfassbar vielfältig. Und das Einzige, was sie alle gemeinsam haben, ist diese Flagge, ist der 4. Juli und ist völlig übertriebener Patriotismus. Also ich kann mir jetzt meine Münsterländer nicht vorstellen, dass sie ein wahnsinniges Feuerwerk am 3. Oktober abfackeln. Die gehen meistens einfach nur entspannt eine Runde spazieren. Insofern müssen wir unseren Patriotismus auch selbst entdecken. Und dazu gehört nämlich auch die Frage des Deutschseins, weil ich glaube, dieser Patriotismus ist nicht nur an Geschichte geknüpft und Tradition, weil da hatten wir tatsächlich einen heftigen Cut im Jahr 1945. Und ich glaube, wir befinden uns immer noch in einer Phase des Vakuums, wo so langsam die Generationen sterben oder schon gestorben sind, die noch geboren sind mit der Gewissheit, was es ist, Deutsch zu sein. Wir sind mittlerweile bei Generationen, die diese Gewissheit nicht mehr haben, die alle nach dem Kriege sozialisiert wurden und die diese Tradition nicht mehr als so gegeben hinnehmen, die so wie ich im Schwerpunkt in Geschichte über den Zweiten Weltkrieg gesprochen haben. Und da muss sich dieser Patriotismus im Grunde neu finden, neu sortieren, weil er dieses Deutschsein neu definieren muss. Und da sind wir ja gerade bei. Und das moderne Deutschsein bedeutet eben auch, dass alle, die hier auf diesem Podium sitzen, deutsch sind. Und da habe ich noch eine letzte Anekdote zu, bin ich mir noch nicht sicher, ob das schon so angekommen ist, dass das unser neues Deutschsein ist, dass wir diesen Patriotismus leben können.
ich habe häufig mal einen Stand, auch in Uniform, und dann wurde ich auch einmal angesprochen und dann sagte mir eine ältere Dame, völliger Inbrunst, schön, dass ich Sie hier sehe, wissen Sie was, ich komme gerade daher, da habe ich nämlich Urlaub gemacht, wo Sie herkommen. Sag ich, aus dem Münsterland? Sagt sie, nee, in der Türkei. Und das ist so ein bisschen der Punkt, das ist freundliche Neugier. Ich weiß, dass es freundliche Neugier ist, ich weiß, dass es nicht böse gemeint ist und ich nehme das auch nicht böse. Aber es fußt einfach auf ein Verständnis, dass Deutscher ist, wer deutsch aussieht und hier seine Vorfahren hat. Das ist irgendwie so ein Clan, Traditions-Clan-Gebilde immer noch. Und genau in diesem Denken sind halt viele noch. Und ich schaue mich an, sogar in deutscher Uniform, Ausrufezeichen, und frage mich, wo ich herkomme. Und ich denke, man muss einfach dahin kommen, dass der Begriff des Deutschseins muss damit verknüpft sein, dass jeder Deutsch ist, der sich in diesem Land einbringen will und sich als Deutscher fühlt. Und sobald wir da sind, denke ich, hat dieser Patriotismus von alleine ein Zuhause gefunden. Wir haben noch zwei Fragen und dann würde ich auch die Fragerunde schließen. Okay, drei, aber kurz. Oh, hallo? Ja. Ah ja, jetzt. Wir haben ja gesagt, Gemeinsamkeiten wollen wir hier herausarbeiten. Die einzige Gemeinsamkeit, die ich heute gehört habe, oder die wichtigste, war die Sprache Deutsch, Deutschland. Daher denke ich, Sie wollen ja ein Einwanderungsgesetz verabschieden irgendwann. Und da würde ich mich freuen, wenn wir im Rahmen dieses Einwanderungsgesetzes auch ein Austauschprogramm Inland vereinbaren, wo inländische Migrantenkinder in deutschen Familien quasi Austausch machen, um die deutsche Sprache, deutsche Kultur und das Deutsche lernen. Das hat dann zum Ergebnis, dass die Kinder Deutsch lernen, die deutsche Kultur lernen und die deutschen Familien, die lernen dann das Fremde, die fremde Kultur. Das führt dann im Ganzen dazu, dass die Gesellschaft dann miteinander besser kann. Deswegen meine Frage: Würden Sie sowas in Ihren Einwanderungsgesetz hereinnehmen? Direkt an Sie. Mich? Genau. Ich bin nur die Moderatorin. Nein, wir sammeln erstmal die Fragen. Ja, erstmal der Herr hier vorne. Ich war von CDU-Verband, Kreisverband Hellersdorf. Nur eine Frage, weil wir hören eigentlich oft, dass man redet über Integration, aber Integration redet nur über, wie die Frau Ferrer sagt, dass es gibt, in Deutschland gibt Deutsche und gibt Migranten. Warum spricht man immer nur von Integration für Migranten? Wo sind die Deutschen? Weil die müssen sich genauso wie ein Ausländer oder eine mit Migrationshintergrund sich integrieren, muss genauso gegenüber auch der Deutsche sich auch integrieren, indem er in dieses Zusammenleben einfach kommen. Weil wir hören oft eigentlich, dass man sagt, dass diese Multikulti gilt als gescheitert, was ich eigentlich für falsch empfinde. Und wäre genauso falsch auch mittlerweile zu behaupten, dass Ausländer wollten sich vorsätzlich isolieren und hatten kein Interesse daran, einen Teil ihrer Heimat, und wenn ich Heimat sage, jetzt Heimat Deutschland. Wenn ich fühle mich als Deutscher, auch wenn ich aus Marokko komme. Deswegen habe ich mir auch entschlossen, in die CDU rein. Warum? Weil ich einfach die Schnauze voll gehabt, nur zu meckern. Und nicht mitwirken. Also anstatt einfach zu sagen, Politik ist scheiße und alles, was sie machen, ist nicht gut und so. Also habe ich mir gedacht, geh einfach rein und sag deine Meinung. Und das bis jetzt klappt sehr gut. Ja, ja, vielen Dank. Ich glaube auch, das ist ein Applaus wert. Also Teilnahme als wichtiger Baustein deutscher Identität. Wir haben jetzt noch die letzte Frage und dann machen wir die. Oh ja, okay. Genau. Können Sie vielleicht zum Mikro kommen, weil man hört das sehr schlecht. Meine Frage ist, wir haben öfter gehört, dass wir haben in Deutschland kein Migrationsproblem, sondern ein soziales und ein Bildungsproblem. Und ich bin jemand, der halt akademisch auch nur einen erweiterten Hauptschulabschluss gemacht hat. Und ich bringe mich trotzdem mit ein. Und ich bin der Meinung, und das ist auch gleichzeitig die Frage und auch eine Feststellung, dass wir kein Bildungsproblem haben, sondern nur ein soziales Problem. Und mit sozial müssen wir auch noch mal richtig definieren, was wir damit meinen. Was ist das soziale Problem? Weil wir ja vorhin diese Darstellung von dem, das war das die Ausländerbehörde, oder? Genau, hatten, wo wir sehen, dass
die Empathie in Deutschland in vielen Behörden fehlt, was ich als ein soziales Problem sehe. Und wie kann man Anerkennung gerade in einer Bildungsgesellschaft, wie kann man da eine größere Anerkennung auch für Menschen schaffen, die jetzt nicht den hohen akademischen Grad haben, und wie kann man die mit einbeziehen, weil wir, glaube ich, dadurch auch viele Menschen verlieren, die jetzt nicht unbedingt den Titel oder die unbedingt die, wie gesagt, diesen akademischen Grad mitbringen. Genau. Okay, vielen Dank. Ja, mich beschäftigt eine Frage, es ist so allgemein, also nicht allgemein, das ist so eine größere Frage, allerdings, warum kriegen wir Deutschen, ja wir Deutschen nicht alleine, die Europäer, alle, die es angeht, nicht fertig, die Lage in den Ländern so herzustellen, dass die Leute sich dort wohlfühlen und nicht herkommen brauchen. Die hier sind, werden natürlich integriert, wie auch immer, die bleiben hier. Aber alle, die noch kommen wollen, da sind ja vielleicht Millionen, dem müsste man die Lage so herstellen aus ihren Ländern, wo die Kriege sind oder Krisen sind, dass sie sich wohlfühlen und nicht hierher kommen wollen. Okay. Warum wollen die überhaupt hier? Warum kommen die überhaupt her? Weil es denen da schlecht geht und weil es uns besser geht, und da wollen sie natürlich lieber nach Deutschland kommen. Okay, ja? Vielen Dank. Dankeschön. Günther, willst du anfangen mit den ersten beiden? Die ersten beiden Fragen hatten jedenfalls für mich jedenfalls viel miteinander zu tun. Also ich würde mal sagen, wir haben darauf hingewiesen, was verbindet uns. Ich würde sagen, nicht nur Sprache, aber Sprache eben als Träger von Kultur, Sprache und Kultur, auch Geschichte. Und das ist gar nicht so banal, die Feststellung. Wer sozusagen in dieser Gesellschaft lebt, muss sich, wie ich finde, oder muss sich oder sollte sich, jedenfalls wäre das mein Ziel, meine Vorstellung, auch mit unserer Geschichte auseinandersetzen, auch wenn er selbst damit ja keine unmittelbare familiäre Verbindung hat. Zum Beispiel unser besonderes Verhältnis zum Staat Israel. Kann man sagen, wer aus der Türkei oder aus anderen Staaten vielleicht in den 70er Jahren eingewandert ist, was habe ich mit der deutschen Geschichte zu tun? Muss ich mich denn schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Müssen die Deutschen eigentlich auch nicht. Aber sie müssen akzeptieren, finde ich, alle Zuwanderer, dass das ein Teil einer deutschen Staatsräson fast ist. Nicht, dass man diesen Staat nicht kritisieren darf, aber dass man ein besonderes Verhältnis zu diesem Land hat. Und dass es eben nicht irgendein Land ist, sondern dieses Land als Heimstatt für Juden erst gegründet werden konnte, faktisch, nach dem furchtbaren Holocaust. Also insofern, solche Dinge sind durchaus nicht banal in der Feststellung, sondern eine echte Herausforderung, auch vielleicht eine Zumutung manchmal an diejenigen, die zu uns kommen, dass sie auch diesen Teil der Geschichte nicht im Sinne von Schuld, aber im Sinne von Wissen und Sensibilität auch aufnehmen, wo wir eben auch über sensible Begriffe eben auch gesprochen haben. Jetzt die konkrete Frage nochmal, wie kriegen wir das denn hin, dass, ich bleibe bei dem Begriff trotz aller Fragezeichen, Integration, dass das funktioniert. Das heißt auch nicht, dass nicht auch die Deutschen sich weiterentwickeln müssen. Das finde ich auch richtig. Nur es ist immer so, dass wir am Ende in der Entwicklung einer Integration, eines Zusammenlebens, man könnte jetzt sich auch als Zusammenlebensbeauftragte der Fraktion auch bezeichnen, was würde wahrscheinlich komische Konnotationen erwecken. Insofern bleiben wir bei Integration. Dass bei diesem Prozess natürlich sich beide bewegen müssen, aber trotzdem werden wir am Ende immer noch eine Amtssprache haben, sage ich mal voraus, Deutsch, und nicht irgendwie 100. Insofern ist es schon etwas mit Integration. Das heißt nicht, dass die einen stehen bleiben, die anderen auf uns zukommen, sondern beide bewegen sich. Aber die anderen müssen natürlich, die zu uns kommen, einen etwas größeren Weg zurücklegen, weil sie zum Beispiel die Sprache erlernen, wenn sie kommen und Ähnliches. Brauchen wir nicht drum herum zu reden. Wie schaffen wir das im Zuge eines Einwanderungsgesetzes? Da bin ich der Auffassung, eigentlich haben wir schon ein Einwanderungsgesetz, das nennen wir nur nicht so. Wir sind jetzt letztens mal von der OECD gelobt worden, dass wir, ich glaube, mit Neuseeland zusammen angeblich das modernste Einwanderungsrecht der Welt hätten. Ich glaube, das ist gar nicht so falsch in der Feststellung. Wir haben es nur ziemlich schlecht vermarktet, offenbar in vielen Punkten. Was Sie aber jetzt, das ist eine andere Debatte, was Sie jetzt meinen, wie kriegen wir das mit dem Zusammenleben, Spracherlernen, kulturelle Kenntnisse besser hin, ist eher eine Frage dann, die über das Thema Einwanderung weit hinausgeht, wenn man so will, auch einen Schritt danach auch darstellt. Und da finde ich das spannend, dass man mal sagt, wie kriegen wir es hin, dass wir nicht nur mit Frankreich, Amerika Schüleraustausch machen, sondern kann man das auch in einer Gesellschaft organisieren. Ich weiß nicht, ob das übrigens eine staatliche Aufgabe vom Bund eher ist, ob man sich lokal vielleicht machen muss. Ich glaube, dass wir auch andere Instrumente haben, die man da auch ergänzend nochmal anführen kann. Schulen zum Beispiel, gerade die Grundschule, wo auch alle Schichten zusammen die ersten Jahre unterrichtet werden, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man voneinander dort lernt. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man wie in Amerika das mal gewesen ist, die Leute mit Bussen hin und her schickt, damit wir alle die gleiche Zuwandererquote sowas haben. Aber in meinem Stadtbezirk, wo ich herkomme, also eher im südlicher Bereich, fast ländlich, in meiner Heimatstadt Mönchengladbach, gibt es zwei Grundschulen. Die eine hat eine, ich nenne den Begriff nochmal, obwohl er auch falsch ist, Ausländerquote oder Migrantenquote, wenn man es nennen will, von etwa 50%, die andere von 2%.
Also ich halte die mit den 2% für hochgefährlich. Weil junge Menschen müssen mal lernen, dass eben manche Leute nicht Schmitz und Müller heißen und vielleicht ein bisschen anders vom Ton her dastehen. Und ich glaube, das müssen wir hinkriegen, dass auch junge Menschen möglichst früh auch diese Vielfalt an Kulturen auch aufnehmen, dass man dann sich auch mal besucht, dass man insofern vielleicht sowas mal ganz natürlich hinbekommt, dass da jemand in einer anderen Familie dann zu Hause ist. Ob man das so zwingend vom Staat her organisieren muss, da bin ich skeptisch, aber dass die Idee, sich auszutauschen, die ist absolut richtig und ein ganz wichtiger Weg. Michael, ich würde dich dann noch bitten, die Frage aufzugreifen mit den sozialen Problemen. Verknüpft vielleicht, was sind deiner Meinung nach die drei Herausforderungen, wenn wir diesen Zusammenhalt schaffen wollen, strukturell und politisch? Was müssen wir da machen? Bildung, Bildung und Bildung. Also dürft gleich einsteigen mit der Frage, die natürlich hochinteressant ist. Haben wir denn wirklich ein Bildungsproblem oder ist es nicht alles ein soziales Problem? Also da sitzen genug Juristen am Tisch. Ludwig Thoma, ein bayerischer Dichter, hat einmal gesagt, wir sind Juristen und auch sonst von mäßigem Verstand. Wir haben es ganz gern konkret und wir halten uns ungern, wenn es um Probleme geht, mit der Frage der Begrifflichkeiten auf. Letztendlich ist es natürlich ein soziales Problem, aber es ist auch ein Fakt und darüber will ich im Kontext einer Integrationsdebatte auch reden dürfen. Um das richtig zu stellen, ich gehe von nackten Zahlen aus und die heißen nun mal, dass Schüler mit Migrationshintergrund doppelt so anfällig sind, keinen Schulabschluss zu halten. Da gehen uns zu viele verloren. Und deshalb muss ich halt ansetzen. Und deshalb sage ich, ja, es ist ein Bildungsproblem, das trifft alle sozialen Probleme auch. Das hat nicht nur was mit ethnischer Herkunft zu tun, das hat natürlich auch was mit Abstammung, das hat was mit sozialer Schichtenbildung zu tun, keine Frage. Aber die Herausforderung ist, die Bildung dorthin zu bekommen, wo sie eigentlich sein muss. Ansonsten glaube ich, werden wir bei dem Gesellschaftsmodell, das wir auf die Dauer erhalten wollen, irgendwann scheitern müssen. Die Funktionen, die das früher eine ganz, sag ich mal, gesunde Form von Mitteilung über die Schichten, über die Ethnien hinweg, naja, die funktionieren auch nicht mehr so ganz. Früher war das einmal ein Privileg von Vereinen, von Sportvereinen, sogar von kirchlichen Vereinen und Verbänden. Aber die Bindungswilligkeit in diesem Land lässt zurück. Die Mitglieder in Vereinen, in Sportvereinen, es werden zwar mehr Vereine, aber dafür werden es weniger Mitglieder pro Verein. Das heißt, dort brechen diese sozialen Kontakte eben nicht mehr die Schichten auf und damit auch vielleicht das grenzüberschreitende ethnische Herkunft, sondern man begibt sich schon in eine gewisse Art von Closed Shop hinein. Und das ist etwas, wo wir versuchen müssen, gegenzusteuern, dass wir eine solche Form von Kennenlernen, von Normalität des Anderssein auch in Deutschland haben müssen. Denn nur dann wird klar, davor brauche ich keine Angst zu haben. Und diese entscheidende Angst geht aber nicht, wenn ich bestimmte Dinge vom Tisch wische. Ich muss über Probleme reden können. Und ich muss in Berlin darüber reden können, dass wir in dieser Stadt Schwierigkeiten haben und dass wir Angst davor haben oder Bevölkerung auch Angst davor hat, dass es so etwas Ähnliches gibt wie parallele Strukturen. Das gibt es halt. Lasst uns drüber reden. Je offener wir das tun, desto einfacher verstehen es die Menschen und desto einfacher sind sie oder desto deutlicher sind sie auch schneller bereit, davor keine eher so indefinierte Angst empfinden zu müssen. Okay, vielen Dank. Als letzte Frage nochmal Dominik. Zum Thema Flüchtlinge, warum so viele Menschen hierher kommen und. Ja, ich glaube, die Frage von dem Herrn war wörtlich, warum kommen die eigentlich? Und ich habe mich um diese Frage beworben, weil Kameraden von mir quasi gerade mitbekommen, warum die kommen. Denn es gibt natürlich die derzeit hochgekochte Frage, warum kommen sehr viele Menschen aus dem Balkan? Da sind sicherlich wirtschaftliche Erwägungen Grund, aber. Ich komme gestern aus einer kleinen Stadt in Schleswig-Holstein, Dwerkaten, die bauen gerade eine Unterkunft für syrische Flüchtlinge. Ich selbst komme aus dem Münsterland, wie gesagt, meine Tante betreut gerade vor Ort eine syrische Familie. So, und immer wieder fällt der Name dieses Landes Syrien, und wenn man sich Syrien anschaut, dann weiß man, worum es geht, oder den Nordirak. Wir haben ja alle noch die Bilder der Verfolgung der Jesiden vor Augen, wie die da auf einem Hügel zusammengepfercht waren und sich eigentlich nur noch um Tage hielt, bis sie bis auf den letzten aufs Brutalste abgeschlachtet worden wären. Und ich finde, das ist eine relativ gute Begründung, warum man da weg will. Und
ich denke, Menschen, die sich in eine kleine Nussschale zwängen, ihr letztes Erspartes und all ihre Habseligkeiten in die Waagschale werfen, um in diese Nussschale zu kommen, zu Hunderten, und das Mittelmeer zu überqueren, um hier rüber zu kommen, haben schon einiges geleistet. Einiges mehr vielleicht möchte ich hinzufügen, als mancher, der mit dieser Staatsbürgerschaft geboren wurde, der Deutschen nämlich. Und ich finde, da sollten wir durchaus auch im Sinne des Kreuzes, was da oben hängt, christlich sein und drüber nachdenken, ob wir nicht da auch eine große Verpflichtung fühlen, als ein sehr reiches Land, diesen Menschen zu helfen. Ich denke, das braucht Grenzen. Wir haben ja einen Vertreter sehr hohen des Innenministeriums hier, das braucht natürlich Grenzen. Aber die Frage ist natürlich, können die nicht in unserem Falle relativ positiv für diese Menschen, die legitimerweise vor Tod und Verwundung flüchten, etwas niedriger sein. Also ich denke, das ist der Grund, warum die kommen, und ich denke, die sollten uns willkommen sein. Okay, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr muss ich Sie leider jetzt kurz unterbrechen. Wir haben schon überzogen, meine Kollegin Andrea muss auch direkt zum nächsten Termin. Ich möchte nur mit ein paar Gedanken zusammenfassen, was auch hier aus dem Publikum an Antworten auf unsere Frage gekommen ist. Also ich habe mir aufgeschrieben, das, was wichtig ist für den Zusammenhalt, ist der Respekt vor der Vielfalt. Das haben wir heute auf dem Podium auch des Öfteren gehört. Das Thema Bildung ist natürlich gefallen. Was geben wir unseren Jüngsten sozusagen schon in den ersten Jahren mit? In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wir haben über Organisationsstrukturen gesprochen. Alle, die heute hier auf dem Podium sitzen, haben darüber berichtet, wie in ihren Vereinigungen Projekte unabhängig von Herkunft, Kultur und Religion entwickelt werden. Das heißt, das gemeinsame Ziel ist entscheidend. Und deshalb auch für uns die Frage, wie können wir eigentlich solche Organisationsstrukturen auch weiter fördern. Wir sehen, dass viele Vereine, ursprüngliche Vereine in diesem Land auch immer mehr an Bedeutung und auch an Mitgliedszahlen verlieren. Also wie können wir Orte schaffen, wo eben deutsche Identität, auch die in der Gesellschaft Realität ist, auch so gelebt wird? Und wie müssen wir über uns, über Deutschsein auch sprechen? Das ist, denke ich, auch sehr, sehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, die Sprache, die sensible Sprache, wenn wir über ein neues Wir reden. Aus den Karten habe ich ganz viele schöne Begriffe auch bekommen. Ganz viel steht Empathie, Neugier und Respekt. Und damit möchte ich auch gerne schließen. Ich bedanke mich sehr für das Interesse, auch für das Mitdiskutieren, dass Sie hergekommen sind, und möchte jetzt meine Kollegin Andrea Lindholz um das Schlusswort bitten. Ja, so ist das, wenn man das Schlusswort hat. Ich habe mein ganzes Schlusswort, das 10 Minuten dauern sollte, jetzt gerade eben über den Haufen geschmissen und werde das einfach ganz anders machen. Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, die Sie heute hierher gekommen sind, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Wer ist wir? Wie definieren wir unser Deutschsein? Ich möchte mich bei dir, liebe Kemil Jusuf, ganz herzlich für den Impuls bedanken, dass wir heute diese Veranstaltung in der CDU-CSU-Fraktion abhalten. Auch bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das organisiert haben. Ich bin seit September 2013 im Deutschen Bundestag und zu dem Berichterstatter-Thema Asyl und Migration gekommen. Ich habe es mir einfach mal gewünscht, weil ich gedacht habe, es ist ein interessantes Thema. Was damit dann alles schlussendlich umfasst ist und wie sich das Thema auch im Hinblick auf die aktuellen Asylbewerberzahlen auswirken, habe ich damals nicht geahnt. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich bereue es nicht, weil es ist ein spannendes Thema, es ist ein interessantes Thema. Und für heute würde ich vielleicht gerne einfach nur ein paar Dinge aus dieser Veranstaltung nochmal zurückgeben, die ich jetzt so für mich aufgenommen habe. Zunächst einmal ist es mir wichtig, Ihnen einzutransportieren, nehmen Sie in allererster Linie mal den Menschen in unserem Land, und ich sage bewusst den Menschen, Ängste, die verschiedensten Ängste, die auf den verschiedensten Ebenen bestehen. Wenn uns das gelingt, Ihnen in den Vereinen, uns in der Politik, dann sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Und als ich den Begriff neue deutsche Vereine gelesen habe, habe ich mir gedacht, gehöre ich eigentlich auch dazu? Oder gehöre ich zu der Kategorie alter deutscher Verein? Jetzt kann man sich fragen, mit 44 ist man ja noch nicht alt. Da komme ich zu einem wichtigen Thema von heute auch, Begrifflichkeiten. Ja, Begrifflichkeiten sind wichtig.
aufzuklären. Was ist ein Deutscher? Ganz schwierig, haben wir heute gelernt. Wissen wir auch nicht so genau, müssen wir noch dran arbeiten. Was ist ein Einwanderer, ein Zuwanderer, ein Migrant, ein Asylbewerber? Bestimmt stellen Sie genauso wie ich auf vielfältigen Veranstaltungen statt. Es wird alles in einen Topf geschmissen. Man spricht mal von diesem und mal von jenem. Manch einer weiß gar nicht, was ist überhaupt ein Asylbewerber? Wann bin ich ein Einwanderer? Was ist ein Migrant? Also ein ganz wichtiger Punkt auch für mich, aufklären, weil dieses Aufklären einfach auch Vorbehalte abmindert. Es geht darum, Netz zu werken, das tun Sie heute, auszutauschen, das haben wir heute alle getan. Es geht um Mentoringprogramme, Förderprogramme auf den verschiedensten Ebenen. Geht es wirklich darum, brauchen wir ein neues Einwanderungsgesetz? Als Jurist sage ich, ein neues Gesetz kann nicht mal besser werden als das alte, es wird vielleicht dicker. Aber die Inhalte sind doch wichtig. Das, was wir transportieren wollen, das, was wir umsetzen wollen, welche Chancen wir ermöglichen wollen, welche Risiken wir vielleicht auch sehen. Es muss auch dazu gehören, Probleme ansprechen zu dürfen, so wie Michael Frieser das gesagt hat. Ja, es wird immer mal wieder Probleme geben. Einzelfälle, größere Probleme und das ist unsere Aufgabe, die Einzelfälle zu benennen, die großen Probleme, aber auch die großen Chancen zu sehen und das auch diesem Land, ich sage das, diesem Land zu vermitteln und den Menschen, die in diesem Land wohnen, schon immer hier wohnen, hierher gekommen sind, noch zu uns kommen werden. In meiner Heimatstadt Aschaffenburg hat jeder dritte Bürger einen Migrationshintergrund. Geht schon los, was ist denn da bei jedem dritten Bürger der Migrationshintergrund? Ein Elternteil, die Definition ein Elternteil oder in der nachfolgenden Generation ein Großelternteil, das aus einem anderen Land zu uns gekommen ist. Und das alleine zeigt uns schon, jeder dritte Bürger meiner Stadt, wir können gar nicht mehr davon sprechen, der nur Deutsche, wie war das vorhin, der Bio-Deutsche, der Urdeutsche, also das hat sich eigentlich längst überholt, das hat sich längst verändert und das muss man auch den Menschen bei uns begreifbar machen. Dem, ich sage das jetzt mal, deutschen Rentner, der fragt, was machen die ganzen Menschen bei uns? Mal die Realität wieder zu spiegeln, wie ist denn die Situation in unserem Land überhaupt schon? Deutschland wird als weltoffen, als kreativ, als wirtschaftlich und politisch stark, als sportlich erfolgreich angesehen. Ja, aber diese Erfolge, auch das gilt es mal zu transportieren, die obliegen nicht den, ich sage jetzt mal, Urdeutschen, nicht dem Deutschen mit zwei deutschen Elternteilen, mit deutschen Großeltern. Das sind mittlerweile viele, viele, viele Menschen, die daran beteiligt sind, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und ganz unterschiedlichen Nationalitäten. Und ich habe in meiner Heimatgemeinde erlebt, jetzt bei der Frage, ob wir ein neues Asylbewerberheim bauen, Bürgermeister, Gemeinderat, war alle ganz begeistert, jawohl, auch wir wollen in einer 10.000 Einwohnergemeinde 90 Asylbewerbern einen Platz bieten. Dass sich ausgerechnet aus der Siedlung, in der nach dem Krieg Heimatvertriebene aufgenommen worden sind, der größte Widerstand geregt hat. Und da, auch das hat mir dann gezeigt, immer wieder auch an die eigenen Wurzeln erinnern, das haben wir heute auch getan, auch zu sagen, was haben wir für Chancen gegeben und auch den Menschen in unserem Land, die von uns oder die Chancen erhalten haben, dass jeder sich immer wieder daran erinnert und sagt, ich bringe dann auch die gleiche Solidarität weiteren neuen Deutschen entgegen, die ich selber einmal erfahren habe und die auch wir Deutsche nach dem letzten Weltkrieg aus anderen Ländern erfahren durften. Europäische Herausforderungen wurden heute nur angeschnitten. Ja, was kann Europa insgesamt tun? Ein Thema, das uns auch noch mal einen ganzen Nachmittag eigentlich beschäftigen könnte. Auch da gäbe es viel zu tun. Wir sind nicht nur Deutsche und in meinem Fall Bayer, Unterfranke, wir sind auch Europäer. Und irgendjemand hat vorhin gesagt, werde ich jetzt nur wegen einem wirtschaftlichen Erfolg oder so in Deutschland positiv angesehen oder weil ich die Sprache gut spreche? Ich kann das nur sagen, ich bin eine von 56 Mitgliedern der CSU-Landesgruppe. Ich komme aus Unterfranken. Der Oberbayer und der Niederbayer, der sortiert mich oft jetzt nicht unbedingt nach Bayern. Also da geht es schon los. Also wir haben alle ähnliche Herausforderungen aus den unterschiedlichen Bereichen. Der sagt auch, ich spreche nicht die bayerische Sprache. Sie hören ja auch bei mir keine bayerische Sprache. Die Unterfranken, die sprechen halt nun mal nicht wie die Oberbayern und die Niederbayern. Und da geht es schon wieder los. Sprache. Das ist das Zentrum schlechthin. Sprache und Bildung, und das gilt für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land.
und Schubladen öffnen, verzerrte Bilder ins rechte Licht rücken, habe ich heute gehört. Ja, genau, das ist auch, was ich feststelle, Schubladen öffnen. Und wenn Sie alle, wir alle daran mitarbeiten und auch gerade, ich will das so sagen, die CDU, CSU sich noch nachhaltiger diesem Thema widmet, dann ist das gut, wichtig und richtig. Und zum Schluss möchte ich uns allen eigentlich mit auf den Weg geben, das, was ich vorhin noch so zum Ende gehört habe, ich hatte die Schnauze voll. Ich wollte mitmachen und nicht nur meckern und genau das ist es, mitmachen und nicht nur meckern. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Machen Sie weiter, netzwerken Sie und nehmen Sie die Politik ordentlich in Anspruch. Dann muss die auch was zu tun haben. Einen schönen Tag noch und schön, dass Sie da waren. Applaus